So. Oh, 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 oh. Schau jetzt, der Kilian ist auch einer eher, der höher sitzt. Aber ich glaube, es ist okay, oder? Ich habe dafür so eine mega schlechte Haltung. Das heisst, ich kann so... Das heisst eben, genau, wenn du dann abends lautschst, dann... Das ist, das ist wie bei den Soundchecks. Kennst du die, die beim Soundcheck so... So, ja, okay, klingt gut. Und dann kommen sie auf die Bühne. Hallo zusammen. Ich bin gerade umgekehrt. Also ich habe, wenn ich mit meinem Pianist unterwegs bin, er sagt mir immer, hey, du musst Leute soundchecken. Weil ich auf der Bühne, immer wenn ich nicht soundchecke, auf dem Soundcheck bin ich so entspannt und ich labere das ein bisschen und sage, ja, das ist im Fall meine normale Lautstärke. Und die machen das so zwei, drei so laute Sachen. Und auf der Bühne bin ich immer so, ich weiß auch nicht. Darum, Soundcheck mit mir ist eigentlich eine Wundertüte. Ja, aber das ist ja besser umgekehrt. Also so wie du es machst, ist besser. Weil der Techniker sagt immer, leiser geht immer, oder? Aber lauter, wenn zum Beispiel vor allem, wenn du ein Headset an hast und dann probierst du die leisige Stimme aufzupfeifen. Stimmt. Darum muss ich jetzt noch laut reden. So. Test. Nimmt schon auf. Ist gut, oder? Ah, oh, okay. 2 Minuten drin. Oh, Mist. Okay. Also ich glaube, eineinhalb davor schneide ich noch weg. Das ist gut. Möchtest du die Klappe machen? Du machst Klappe, aber ich versuche sie... Zu timen? Ja. Okay. Oh, welche das bringt dir überhaupt nicht, das ist nachher mega dumm, wenn so zwei Schnitte. Also. Ja, genau. Perfekt. Du siehst, ich bin ein Profi. Absolut. Bam, da ist er wieder, Profi. Da bin ich wieder. Kilian Ziegler, welcome. Luca Hanni, schön da zu sein. Du hast dich verändert. Ein bisschen. Ja. Aber zum Guten. Mm. Ja. Das freut mich. Wie vielleicht Menschen, die es schauen, jetzt werden sehen, sind wir in einem bisschen neuen Setup. Ja. Ich finde es schön. Du bist die Premiere. Danke, ja, schön, dass ich hier sein darf. Ich bin ja nur kurz, um zu schauen, wie so der Direktvergleich ist. Das hat mich echt Wunder genommen. Ja, also ich bin sehr gespannt, ob sich etwas verändert im Sinn von, wie man dann effektiv den Podcast durchführt. Weil Setup ist eigentlich das Gleiche. Wir haben drei Kameras, wir haben Christoph dort hinten und hat Bombenarbeit gemacht, das da alles anzuzügeln. Aber es sind jetzt ein bisschen dunklere Wände. So Hintergrund ist deutlich dumpfer. Und es hat keine Ablenkungen mehr. Ich bin nämlich immer abgelenkt gesehen von Fenster hinten dran, nochmal ein Fenster. Strassenfeger, wo irgendwie so durchgefahren sind. Gerade im Kreis 4 vor allem, dort passiert auch immer etwas. Das heisst, vielleicht bin ich noch mehr zoned in jetzt. Einerseits das, und ich glaube, du wirst ein ganz neues Publikum gewinnen. Weil das Audio als Darkroom googeln. Komm jetzt hier hin. Ob denn die Watch oder ob denn die nicht Watch aus ZuschauerInnen, das ist nämlich alles. Schlussendlich. Ja, also, super. Vielleicht musst du einfach das Programm anpassen. Wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, das nächste Mal der Moritz Schädler oder so kommt oder vor allem der Gapo, weißt du, kann nicht, wer noch alles auf dem Plan steht, dann musst du auch Darkroom-Sachen machen. Ja, gut, ich weiß nicht, mit dem Schädler kann man das wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Ich habe im letzten Podcast eigentlich erzählt, wie ich live gesehen habe, wie der Moritz Schädler angefahren worden ist. Was? Okay. Ich habe es nur auf Insta gesehen, dass er irgendwie angefahren worden ist. Man weiß ja bei ihm nie genau, ist es ein Witz das oder nicht so. Eben, das ist eben der große Teil von der Und du Geschichte. Hast gesehen, wie er angefahren worden Natürlich. Ist? Natürlich. Weil du am Steuer gewesen bist. Ich habe gesehen, da kommt einer, den muss ich jetzt nehmen. Voilà. Nein, wirklich 5 Meter vor uns ist er angefahren worden. Also nach einem Gig, oder wie? Vor einem Gig. Wir sind an die Premiere von Charlie gegangen. Ah, voilà. Und der Schädler war auch gegangen. Und er ist dann erst auf die zweite Hälfte gekommen, weil er sich noch schnell ins Triemli-Spital abchecken lassen. Und ja, das ist aber genau die große Krux an der Geschichte, weil im Moment, wo er angefahren wird, denke ich, der dreht einen Sketch. Weißt du? Logisch. Er schreibt dem Matteo, ich komme nicht an die Premiere, ich bin angefahren worden. Der Matteo meint, er verarscht ihn wieder mal. Und wo wir dann mit Matteo sagen, übrigens haben wir gerade gesehen, wie der Schädler angefahren wurde, und er sagt, aha, tut ihr euch noch in seine Liege jetzt mit einbeziehen? Ist ja schon so weit. Das heisst, es hat einfach niemand ernst genommen, dass der Schädler angefahren worden ist. Das ist das Ding. Du musst am auch immer, wenn irgendetwas erzählst, bei einem Kollegen oder so, ich gehe mal davon aus, du hast Kollegen, und Freundeskreis und Familienkreis, so, wenn du etwas sagst, wo nicht ganz klar ist, ist es witzig gemeint, dann musst du sagen, nein, voll im Ernst. Oder so, das war jetzt ein Witz gewesen.
Und das ist das Problem, wenn du immer so mit dieser ironischen Distanz Sachen sagst. Darum, Kollegen fragen mich immer, ist das jetzt, testest du jetzt wieder etwas? Ja, ja, das kann ich. Das heißt, eigentlich nicht, aber wenn das findet, es tönt, als würde ich es testen, dann kann ich es ja vielleicht mal auf die Bühne bringen. Absolut. Aber auf jeden Fall, lange Rede, kurz Sinn, schön, da. Ich finde auch. Darf man sagen, was ist, oder ist es so Keimquartier-mässig? Nein, das kann man natürlich schon sagen. Kann man sagen, ja. Genau. Das Alte ist jetzt der neue Podcast von Joel von Mutzenbecher, gerade neben mir. Genau. Okay, es ist bei mir daheim, jetzt kann ich es so sagen. Nee, Opfiken. Ja. Ich muss sagen, man liest viel von Opfiken, man sieht es viel einfach auch in Prospekt für Ferien. Kurzurlaub, Adelboden, bin letzte Woche gesehen, sehr schön gesehen. Opfiken noch ein bisschen schöner. Lanzerheide, genau. Opfiken, ja. Ja, ich finde es schön da. Ich finde es auch blöd, dass es Opf vorne dran hat. Ah. Weißt du, ich denke immer sehr schnell an Opfer. An Opfer. Und das oder an Kopf. Ja, genau. Kopfiken. Es gibt sicher. Es gibt sicher irgendeinen Ort in der Schweiz, wo Kopfiken heisst. Absolut. Und was ist ein Kopfiken? Kopfiken, das könnte so sein, die weltgrösste Murmeltier, Plüschtier-Sammlung, die bekannt. Genau, weil sie haben immer noch, das finde ich auch so geil, wenn du so Stadt und Ortschaften ausgeschildert siehst, schreiben sie ja immer noch, was es Spezielles dort hat, oder? Irgendwie Stadt der römischen... Voilà, bei Opfiken wäre wahrscheinlich einfach so Ortsteil der Depressionen oder so. Aber was du gesagt hast, wegen so Freundeskreis und man muss dann erklären, was man jetzt ernst meint, was nicht. Das Schlimmste ist ja in unserem Beruf, dass eben, wenn man mal will ernst genommen werden, dass man dann oft ein bisschen Problem hat mit dem. Und durch das Leute dann sich meistens noch darüber lustig machen und danach zerfällt das bisschen, wo man ernst genommen wird, noch mehr. Total. Ich habe mir irgendwie immer so ein Interview gesagt, irgendwie so ein Lokalblatt. Aber ich sehe eigentlich so neben der Bühne eigentlich gar nicht so expressiv, gar nicht so viel redend. So. Yeah. Und es hat ein Kollege von mir gelesen, der mich aber einfach auch vom Ausgang kennt irgendwie. Und im Ausgang ist es so, keine Ahnung, eine andere Dynamik. Und er hat herausgefunden, hey, das stimmt doch gar nicht. Irgendwie, der gemeint, ich mache irgendeinen Witz oder so. Aber es stimmt eigentlich so. Von dem her irgendwie das Gefühl so, weißt du, unsere feinfühlige, sensible, ruhige Seite wird einfach nicht, er findet einfach keinen Raum, nie. Außer jetzt hier. Im Dark Room. Im Dark Room. Darkroomopfiken.ch, das ist die Location. So findet man. Und bei Interviews habe ich dann auch immer so das Gefühl, man muss dann auch nochmal deklarieren, was jetzt ein Witz ist und was nicht, vor allem wenn es geschrieben ist. Also du hast ja dann so gegenlesen und ich tue eigentlich nicht grosse Sachen korrigieren. Ich denke so, wenn ich es so gesagt habe, dann habe ich es so gesagt. Das Einzige, was ich ab und zu mache, ich tue immer noch in Klammern ein Lacht, damit es so wie klar ist. Das meint er dann im Fall nicht ganz ernst. Ja, ja. Oder? Voll, das ist irgendwie so schwierig, also wenn du WhatsApp schreiben bist oder irgendwie, keine Ahnung, MSN und ICQ Messenger. So irgendwie. Das, also ich habe das Gefühl, das ist nicht gemacht für jeden, so Ironie online. Was ist dein Nickname auf MSN? Hey, einfach keine Ahnung. Aber es könnte gewesen sein, mein Spitzname war ja Kili, von Kilian abgeleitet. Ah! Ja, das fragt man sich, wo kommt das Kili her? Und es ist Kili the Kid. Oh! Ja, voilà. Ja. Wieso nicht irgendwie Kili the Killer? Ich bin ein bisschen traumatisiert bei Marshall. Wo er hat irgendwie so, ich bin natürlich so naiv, unschuldig in die erste Klasse gekommen und dachte, Kilian, das ist mein Name. Und dann ist natürlich zuerst Kili, ist zuerst nachgekommen, Killer ist zuerst nachgekommen, Kilimanjaro. Was ist noch gesehen? So die übliche, wo du nicht mehr kannst hören, irgendwie so. Yeah. Aber Kili the Kid, auf den bin ich selber gekommen. Yeah. Ja, und Kili, sagen dir Leute noch Kili? Ja, ja, yeah. Das schon. Das ist okay, oder? Meine Eltern nennen mich Sohn. Ja. Yeah. Das ist so wie die Spitzname. Und bei dir ist es so, was sag ich nicht, ja, Joel ist noch. Joey? Nein. Doch, Joey ist der Einzige, den ich mir selber gegeben habe. Aber das finde ich noch gut. Das ist so, gerade so in Friends-Zeiten genau. Kann man so Joey... Es ist wirklich ein bisschen aufgrund der dumme Schönling, das passt auch. Ja, absolut. Das was alle gerne haben. Und das ist auch, es ist wirklich ein bisschen eine Figur gewesen, die ich gemacht habe für die Jugendsendung, die ich beim Lokalfernsehen gemacht habe. Ah, wie hat das geheißen? MASH. MASH. Also früher sogar noch MASH TV.
Ja, aber das, hat das etwas zugehört mit Videogang? Nicht direkt. Das ist aber wieder, es war so die Zeit, gewesen, oder? Genau. Es war bei uns weniger Pädophilie am Start. Wieso jetzt Pädophilie bei Videogang? Ja, also ich will jetzt, ich weiß nicht, ob die... Nicht, dass du möchtest ankreiden. Nein, aber es hat auf jeden Fall Gerichtsfall gegeben. So, ja. Ah, sicher? Ja, ja. Bei uns ist das eigentlich recht sauber gewesen. Ich finde es schön, dass du sagst, weniger Pädophilie und recht sauber. Schon ein bisschen, aber in einem anständigen Rahmen. Genau, nur so ein bisschen. Ja, Basu, oder? Ich meine, jetzt Basu, genau. Da machst du... Und dort hat es aber noch kein YouTube gegeben. Das ist quasi unser... Wenn Jugendliche sich halt irgendjemand wollen darstellen, ist das unser YouTube gesehen. Und dann habe ich dort den Joey kreiert. Und der Joey ist halt wirklich so ein bisschen so eine leicht arrogante Schnösel gesehen, wo extrem selbstverliebt war. Und das ist natürlich ein Teil von mir gesehen, aber ich habe nur diesen Teil komplett überspitzt am Fernsehen gebracht. So. Voilà. Also weißt du, zum Beispiel, der Pocher ist dort sehr gross in gesehen, so, und es war so ein bisschen Emulation von ihm und so. Und also wir reden 1988, so ungefähr. Genau. Gerade nach der Geburt habe ich gefunden, genau. Das mache ich jetzt. Und was aber spannend war, ist, dass in meinem Privatleben ich die einfachsten und besten Begegnungen hatte, weil es hat schon gelangt, dass mir den Menschen einfach nett die Hand gegeben hat und gesagt hat, hallo, ich bin der Joel. Und dann haben sie gefunden, ah, der ist ja gar nicht so ein Arsch. Super einfach. Ja. Super einfach. Da habe ich gedacht, eigentlich hätte man es mir so beibehalten. Weil jetzt hast du eher das Umgekehrte, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, mal jemandem nicht ganz so nett irgendwie Grüezi sagst, weil irgendwie gerade du mega mit deinem Scheiß beschäftigt bist, dann heisst es irgendwie, ja, der andere, hat das Gefühl. Das ist lustig, was du sagst, kann ich vorhin aufziehen, kennst du den Sam Morril? Ja. Der Stand-Up-Comedian aus New York. Und ich bin irgendwie per YouTube auf den gekommen und ich finde es super grossartig. Yeah. Und hat so auf Comedy Central ein Special gehabt, irgendwie hat es auf YouTube, kannst gerade schauen, eine Stunde lang. Mhm. Sehr empfehlenswert, Sam Morril. Und das hat auch irgendwie, im Prinzip so, auf eine Art ist es recht einfach, ein Mann zu sein in diesen Zeiten. Weißt du, irgendwie zu einer Hei, irgendwie so nach dem Ausgang. Und dann hat sie gesagt zu ihm, ja, du, ich habe jetzt keine Lust, dass wir etwas zusammen anfangen. Mhm. Und er sagt, ja, voll easy. Und dann sagt sie so, ah, you're a great guy. Mhm. Und er sagt, hey, es ist mega einfach, ein great guy zu sein, irgendwie, indem du einfach irgendwie anständig bist oder so. Und von dem her, ja, voilà. Obwohl, ich glaube so. Vom Sam Morril habe ich schon andere Geschichten gehört. Sicher? Ja. Yeah. Okay. Ja, danke, dass du mir das kaputt gemacht hast. Und dachte, da muss jetzt weg. Ah, crazy. Das zeigst du mir dann off the record. Nein. Oder kannst du mir jetzt? Also was, dass er... Das ist, glaube ich, nicht so ein great guy. Schon? Ja. Okay. Ah. Aber also, ich glaube, voilà. nicht übergriffig, so irgendwie in dem Stil, sondern auch für mich, ich glaube, nicht so einfach zum... Ah, das kann man eh vorstellen. Hängen, so. Ja, glaube ich. Ja, nicht der einfachste. Aber ich finde seine Comedy auch sehr gut. Voilà. Es gibt noch ein Special, wo er auf dem Rooftop so eine YouTube-Ding gemacht hat. Habe ich auch gesehen. Ja. Geile das Idee. Habe ich recht geil gefunden. Das ist eine super Idee. Ja. Also Corona-bedingt. Ja, es ist so, genau. Es ist ja. Und der Mark Normand, bin ich ein großer Fan. Der ist super. Die sind ja Buddies, die haben einen Podcast zusammen. Genau. Irgendetwas mit Drink, irgendwas zusammen Alkohol trinken. Ja. Yeah. We probably are drunk oder irgend so etwas, das kann ich. Ja. Yeah. Und ja, es ist halt, du kennst es, mich hat eine Stunde lang auf YouTube für Brassle in diesen Sachen. Schaut so. Wie sind wir jetzt auf ihn gekommen? Ah genau, weil du der Joey bist. Genau, der Joey. Ja, das ist ein Spitzname gesehen. Ja. Den habe ich gehabt. Schöcku. Schöcku? Ja. Apropos Pädophilie. Du Mutzi. Hey, möchtest du noch ein Schöcku? ist gerade gut. Ich bin Mäsch, nicht Videogangster denen. Genau. Mützu. Mutzi. Das habe ich nie gehabt, aber Mutzi. Mutzi? Ja. Mutzi und der Schöcku, das klingt... Büssi hat mir immer Mutzi gesagt. Vielleicht hat er gedacht, das wird so ein Sport da. Zum Büssi gibt es den Mutzi. Ah. Also, Mutzi, Schöcku und Büssi, das klingt wie so ein mega schlechtes Kinderkassettchen. Yeah. Mutzi, Schöcku und Büssi im Schlaraffenland. Genau. Gelesen von Walter Andreas Müller, Ursula Schäppi und Nick Hartmann. Das kann ich nicht. Nick Hartmann, bist du... Ursula Schäppi ist der Büssi und der Walter Andreas Müller ist alle anderen. Ist alle anderen. Und sie haben gesagt, oh, ist das schön da im Schlaraffenland. Du, wo ist dort die Videogang? Was? Da mäsch ich mich mal dazwischen.
Ich habe mir ja geschworen, dass wir nicht mehr so viele Kabis wie das letzte Mal erzählen. Ich habe mir überlegt, ob ich den Podcast höre, einfach damit wir nicht irgendwie so gewisse Wiederholungen drin haben. Und ich weiss einfach nichts mehr, was wir... Ich weiss noch, dass wir über schlechte Aufträge geredet haben. Das ist irgendwann mal dazwischen, glaube ich, der einzige ernste Teil. Und haben wir noch, das ist ja noch krass, das ist irgendwie kurz, ist im März gewesen, Februar. Irgendwie ist es kurz halt wirklich vor der Lockdown-Geschichte gewesen, letztes Jahr. Und haben wir gesagt, Corona ist jetzt halt einfach Deckname Mailand. Genau. Das ist noch so kurz, bevor es in die Schweiz geschwappt ist, so richtig. Ja, ja, wir haben es ja noch, also darüber lustig gemacht, wie ich es jetzt sage, aber ich glaube, wir haben es alle nicht ganz so ernst genommen. Oder? Mega. Und es ist wirklich so gesehen, ja, ja, und dann irgendwie haben wir aber trotzdem schon ein bisschen Folgen davon gemerkt, weil wir haben noch zusammen einen Auftritt gehabt in Luzern. Genau, das war vorhergehend gesehen. Ja. Genau. Wo wir irgendwie haben müssen sagen, tun wir da überhaupt durchführen, weil es sind auf einmal keine Tickets mehr weg. Und dann ist es irgendwie so gesehen, ja, ein bisschen auf Risiko, okay, wir machen es. Dann sind irgendwie gleich 50 Leute gekommen. Und ist es nicht sogar noch so gesehen, dass wir... Du hast irgendein Mail oder so gemacht und geschrieben, hey, falls irgendjemand sich unwohl fühlt oder nicht so cool ist mit der Idee, dass wir es jetzt noch machen, kann er dir das sagen. Und jetzt, glaube ich, wirklich der eine oder andere haben gesagt, hey, gesagt, hey geschieht nicht. Was ich völlig respektiere. Absolut, absolut. Aber es hat so ein bisschen die Stimmung, irgendwie, es ist so eine mega Unsicherheit gesehen. Ja. Und darum, aber die Show an sich war mega geil. Super geil gewesen. Ja, super cool gewesen. Eben irgendwie Europax, Gastauftritt gehabt, unangekündigt. Du bist natürlich gesehen, du hast gehostet, wer hast noch gesehen? Du bist noch gesehen. Ich bin auch gesehen, ja. Stimmt, das haben wir sehr gefallen. Und ich? Und du und der Mutzi und der Büssi und der Schöfku. Nein, der Büssi ist nicht gesehen. Nein, und der Keller ist noch gesehen. Der Keller, genau. Und wie heisst sie schon wieder aus St. Gallen? Nicht Isabel Meili, sondern... Martina Hügi. Nein, die ist noch nicht in St. Gallen. Nicht doch, St. Gallen. Sie kommt aus dem Frauenfeld, die schöne Thurgauische. Nein, was ist St. Gallerin? Sag schnell, Dingens. Ach, hab ich's. Das kommt mir in den Sinn. Ja. Martina Hüg ist sie vom Thurgau? Sie ist aus dem Thurgau, wohnt aber jetzt sehr lange in Winti gewohnt und wohnt jetzt seit neuestem in Zürich. Ah ja? Nicht in Opfiken, noch nicht, kommt noch, aber in Zürich. Ja, also wirklich in Zürich? In Zürich, ja genau. Ich weiß nicht, ob ich das verraten darf. Vielleicht wohnt sie nicht in Zürich. Ich weiß noch nicht. Vielleicht wohnt sie auch in Olten. Also gerade nebenan. Es ist echt, hier ist jetzt das, ja, genau. Mein Büro ist dort. Komm, Melanie Baumann. Ah! Melanie Baumann, Melanie, genau. Jetzt ist es mir Ding gekommen. Ja, sie war auch super gewesen. Wirklich geil oben, krass Line-Up. Ich am Montag habe ich in Winterthur bei der Rampensau den Deville ersetzt. Habe ich gesehen. Und dann sind, ich glaube, 7 oder 8 Leute extra von Olten gekommen. Ah, cool. Ich habe so gefragt, irgendwie, weißt du von da, weißt du bis weiter weg, lalala. Und dann habe ich mir 8 aufgestreckt, sie extra von Olten gekommen. Ah, crazy. Und dann habe ich gesagt, das sind sicher extra für den Deville gekommen. Und die so, ja. Die kann ich sicher. Aber es ist noch krass, aber hast du die Sendung gesehen, die Special Edition über Olten? Ja, ja. So. Mit deinem Special Auftritt. Mit meinem Special Auftritt. Genau. Das habe ich sehr eindrücklich gefunden. Nur schnell, nachher kannst du gerade erzählen. Das gefällt mir. Verzähl nur. Das Band läuft. Ich schneide das mit nachher für meine Social Media. Kann ich das ankündigen? Jetzt, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, in welche Kamera muss ich schauen. Ich schaue einfach in beide gleichzeitig. Glück in dir. Ja. Meine Damen und Herren, jetzt willkommen auf meinem Kanal. Jetzt erklärt der Joel von Mutzenbecher, ist es? A.k.a. Mutzi, Schöcku und Joey. Ein Spitzname schöner als der andere. Was er an mir sehr beeindruckend gefunden hat. Go! Okay. Du hast 1 Minute. Das langt nicht. für Instagram, damit es auch schön langt. Ganz genau, das ist jetzt schon 45 Sekunden. Scheiße. Sexy Stichwort. Und zwar, dass du eine Nummer über Olten gemacht hast, du, der von Olten bist. Weil ich habe mir das dann überlegt, irgendwie könnte ich das mit Basel, könnte ich das auch? Und ich finde es eine extrem schwierige Aufgabe, weil du kommst ja von dort. Und du weißt ein bisschen, was so das Image von diesem Ort im Rest von der Schweiz ist. Was ich ja auch erst gemerkt habe, als ich dann effektiv an einem anderen Ort auftrete. Aber gleichzeitig willst du ja auch irgendwie die Ort richtig verkaufen. Und trotzdem muss es noch lustig sein. Und du hast eine schöne Mischung von allem angekriegt. Also man hat die Liebe zu deinem Heimatort gemerkt. Du hast ihn aber trotzdem nicht... Betätschelt. Gibt es das Wort? Betätschelt. Betätschelt? Betätschelt ist mir so Videogang. Betätschelt gibt es auch. Ja, das ist es. Danke, Joel, für das Testimonial. Weltklasse, oder? So. Danke. Nein, aber wie lange hast du an dem gehabt? Oder? Also das Ding ist, sagen wir es mal so,
Es ist wirklich so, die Altnerinnen und Altner sind so mega, also eigentlich heisst Altnerinnen und Altner, aber wenn man das in Zürich sagt, versteht das niemand. Ja. Das haben wir das letzte Mal besprochen, dass das Alte dann die Alte. Yeah. Ja, oh, stimmt. Yeah. Wir haben wirklich viel geredet das letzte Mal. Auf jeden Fall, was wollen Sie sagen? Ah genau, also es gibt so einen mega krassen Lokalpatriotismus. Ja. Das ist noch wirklich noch beeindruckend, wo etwas, was wirklich merkt, so, dass man stolz ist auf die Stadt. Mhm. Obwohl es eigentlich, eben, es ist ein Dorf eigentlich. Jeder und jede kennt sich so gefühlt zumindest. Und es ist im Guten wie im Schlechten irgendwie, es ist so ein bisschen eingeschworen, aber gleich auch manchmal geht es mir auf den Sack, du musst irgendwie, es ist halt sehr eng und so weiter. Mhm. Darum irgendwie so, man hat irgendwie ein rechtes Selbstbewusstsein dort so, einfach im Sinne von, hey, keine Ahnung, Identität gibt es irgendwie schon. Yeah. Und lustigerweise, um das vielleicht vorauszunehmen, die Sendung ist mega schlecht angekommen. Also es ist so, ich habe es super gefunden, ich habe mitgeschrieben. Was heisst, die ist mega schlecht angekommen? Ja, irgendwie das Ding ist halt gewesen, die Überlegung ist so gewesen, eben, der Deville hat mich angefragt, ob ich mitschreiben an dieser Sendung, mhm. weil sie machen, ohne zu weit aushalten, sie haben wie 3 oder 4 Sondersendungen gemacht in der Staffel, damit sie nicht einfach jedes Mal tagesaktuell sein müssen, weil sie haben müssen noch Aufzeichnungstermine zusammenlegen, Zeugs und Sachen und so weiter. Yeah. Alles nicht so wichtig. Und er hat mich gefragt, ob ich gerne mitschreiben würde. Sie machen so eine Sendung über Alte, weil sie es halt immer dissed haben und sie wollen eine Versöhnungssendung machen. Das ist so der Arbeitstitel, die Versöhnungssendung. Yeah. Und ich habe mitgeschrieben und einfach klar ist, dass ich eben auch noch irgendwie einen Slot habe von, keine Ahnung, 3 Minuten oder was es ist, was man hat. So mega, mega wenig. Und es ist zugegebenermaßen nicht eine Versöhnungssendung geworden, sondern mehr noch so ein bisschen ein tiefer drin stochern. Mhm. Und für mich ist wie klar, es ist so, Alten ist eine coole Stadt, aber es ist auch gleich alt. Es ist nicht irgendwie New York, es ist auch nicht Zürich, weißt du? Und ich finde, wieso? Es ist cool, wenn man darauf stolz ist, aber mit. Du kannst auch nicht sagen, es ist jetzt eine Weltstadt so. Aber es wäre ein schönes Plakat. Es wäre super Alte, Plakat. Es ist zwar nicht New York, aber trotzdem Alte. Ja, eh, super. Alter Tourismus, I'm watching you. Yes. Und dann haben wir das völlig, also die Selbstironie völlig nicht an den Tag gelegt. Ich fand, das ist Ruhe. Also, weißt du, gut. Man muss auch sagen, das ist halt auf Facebook, die Altner-Gruppe, was geht, wie es von jedem Huren-Kaffee Facebook-Gruppe gibt. Yeah. Und die ist halt eh nicht so repräsentativ, sondern hat einfach irgendwelche Trolls und Boomer und weiß nicht was. Aber dort so, hey, das ist Rufmord. Also, Facebook. Facebook. Voilà, ah, genau, das ist der Ausdruck. Und dort haben wir so gefunden, hey, das ist völlig daneben, öffentlich-rechtlich, das ist Rufmord und bla 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 bla. Okay. Und ich habe es super gefunden. Also ich habe es super lustig gefunden, weil ich finde, das macht es irgendwie aus, so irgendwie, man kann auf etwas stolz sein und gleich über sich selber irgendwie sich lustig machen. Ich finde Selbstironie, ich mache mich viel lieber über mich selber lustig, als über irgendeine andere. Genau, so. Aber das Konzept von Selbstironie oder also, weißt, Tough Love und das ganze Zeugs, das wird gern missverstanden. Mega. Also weißt du, weil irgendwie, ich habe auch im Programm irgendwie logischerweise viele Jokes über mich selber. Mhm. Und dann ist auch mal jemand gekommen, aus dem Business sogar, der gefunden hat, hey, mach ein bisschen weniger, weil wenn du das immer so erzählst, die Leute glauben das dann auch. Also weißt, die haben dann wirklich das Gefühl, du bist ein schlechter Komiker. Ja. Und ich so, was? Aber hoffentlich haben sie ja stundenlang jetzt gerade gelacht, oder? Ja, also, ja, aber wenn du 3 Mal zu viel sagst, dann können sie wirklich mit dem heißen, so, ja, ist ja doch nicht so gut. Ja, wir würden jetzt auch nicht teilen. Ich so, okay, aber weißt du, dass der den Gedanken gehabt hat, zeigt mir. Ja, wir wissen ja, wer das gesehen. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Gerade wenn es aufhört. Was ist die allgemeine Handbewegung von Becher trinken? Naja, das ist. Hat es noch Schnaps? Und das Ding ist auf jeden Fall, die Sendung zu Alten an sich ist echt nicht wirklich gut angekommen, aber ich habe es super lustig gefunden. Und es ist auch cool, es zu mitschreiben. Auf jeden Fall, um, sagen, um die Frage zu beantworten, ich mache das halt immer irgendwie so, alt ist immer irgendwie so ein Thema in meinen Shows. Ja. Yeah. Weil das ist halt automatisch ist ein automatisch, ich habe es gerade gehört. Das hat jetzt nicht absichtlich gemacht. Ja. Hast du irgendeinen Anhaltspunkt oder irgendeinen Verbindungspunkt, wie jeder kann sich irgendetwas unter Alten vorstellen. Und sei es nur, dass man halt mal durchgefahren ist mit dem Zug. Absolut. Voilà. Und das ist das ganze Image eigentlich in einem Nutshell. Ja. Yeah. Und von dem her habe ich eigentlich nicht mega viel Neues geschrieben für das, sondern wir können Sachen zusammenstellen, also aus dem Repertoire. Mhm. Genau. Also ich habe, der Renate hat letztens mal, ich glaube bei der Sektensendung, Renate Kaiser, extra Nummer geschrieben für das. Mhm. Und ohne ausprobieren, wirklich gerade hergekommen und bam, abgeliefert. Und das ist natürlich super geil. Yeah. Aber das Ding ist halt so, ich meine, der Renato, ohne ihn will jetzt dissen, das ist ein guter Kollege von mir, sage ich jetzt einfach mal, so, er kennt mich nicht. Sind alle. Kollege, great guy. Yeah. Das war jetzt völlig unnötig. Auf jeden Fall, ich habe viel zu wenig Fernsehauftritte, um das machen zu können. Weißt du, wenn ich jetzt so viel in den Medien wäre, wo ich sagen, ich bin jetzt zum 4. Mal im Deville oder so, dann
dann kannst du das machen. Aber wenn du relativ selten im Fernsehen kommst, dann willst du natürlich abliefern und willst auf Nummer sicher gehen. Und so. Und dann hat es irgendwie super gepasst, dass ich eine Sache so in die 3 Minuten komprimieren. Das finde ich zum Beispiel noch faszinierend, bei nur im Ersten hast du also die Wiederkehrenden, wo wirklich oft jedes Mal haben sie 6 Minuten zum aktuellen Geschehen. Und oft immer neu. Und das ist meistens auch nicht so groß ausprobiert vorher. Aber es ist wirklich, wenn das zu deinem Beruf machst und du so in diesem Rhythmus kriegst, dann... Das ist super geil. Ja, das ist super geil. Wobei ich den nur jetzt auch nicht so einen Great Guy finde. Aber es ist eine andere Geschichte. Ganz andere Geschichte. Ja, krass. Ja, ich finde eine spannende Personalie. Ich bin nicht oft seiner Meinung, aber gut finde ich trotzdem. So. Ja, ich kann sicher etwas so. Ich finde, zum Leute gut finden, ich habe jetzt gerade zum Chappelle sein letztes Special geschaut. Was ist? Chappelle. Aha, ja. Zum Leute gut finden, muss ich nicht unbedingt ihre Meinung teilen. So. Absolut. Also sonst wäre es auch extrem dünn. Logisch. So, find mal jemanden, der genau deine Meinung hat. Das ist ein das Problem irgendwie, dass viel, wie soll ich sagen, das ist ja so ein bisschen das ganze Social Media Bubble Ding. Du suchst eigentlich Leute, die dich bestärken in deiner Meinung. Und wenn jemand eine andere Meinung ist, unabhängig davon, was es ist, bist du schon mal sehr kritisch im besten Fall. Genau. Im schlechtesten Fall ist schon mal auch der Kirchenplan. So. Aber nur ohne ihn jetzt weil da, zu fest auf ihn einzugehen, weil es irgendwie schade um die Zeit. Weil ich habe nur etwa 5 Stunden Zeit. Das ist eine durchschnittliche Podcast-Länge bei dir, habe ich gesehen. Ja, das, was er gemacht hat, über ein Buch von der, wie hat sie geheißen, Alice Dingens, warum ich nicht mehr mit Weißen über Schwarze oder meine Hautfarbe rede, irgendwie so. Mhm. Und er hat das irgendwie am Kiosk gesehen, am Flughafen, ohne dass er es gelesen hat, und hat dann einfach gefunden, ja, das ist eigentlich rassistisch, wenn sie nicht mit People of Color, Frau mit Weißen redet. Und völlig den Punkt nicht gesehen, und das ist also mega aufschreckend, auch zu Recht finde ich, und dann finde ich so, ja, so ein bisschen Sorgfaltspflicht gibt es dann wahrscheinlich gleich. Und darum ist mir dort sehr auf die Sache gegangen. Aber das es geht um Joey. Ich wäre ja sowas von klar der Chandler. Ich weiß so klar, der Chandler war da. Absolut. Alles mit Witzen überdeckt und mit dreifacher Ironie und Sarkasmus eben nicht. Aber ich glaube, wirklich jeden Typ von Friends habe ich mal wie als Phase. Aber wirklich? Ja. Es ist wirklich so... Also von den Jungs oder wirklich von allen? Du wärst so der Gunter. So der, der irgendein landet, der einfach als Servier-Dude hinter im Kaffee. Wahrscheinlich noch das Opfiken. Nein, ist wirklich schön. Opfiken, sehr empfehlenswert. Also, wer braucht Lebensfreude, wenn ich gruselige Gebäude habe? Du bist so klar immer der Chandler gewesen. Ja. Voll. Aber ich habe gemerkt, ich glaube, so nach 30 ist man auf der Ross. Ja, das hat etwas. Das ist wirklich einfach so. Am Anfang denkst du immer so, was ist das für ein weirder Dude? Ja. Und mit der Zeit merkst du, ah shit, das ist wirklich all das. Voll. Oh Mann. So. Also Monika bin ich nie gesehen, weil ich habe jetzt einen Sauberkeitsfimmel. Ja. Er kommt auch ein bisschen mehr. Sicher? Ja, so mit der Zeit bist du auf einmal so, ja, aber jetzt müssen wir schon nochmal schnell. Jetzt müssen wir schon nochmal schnell beim Hart. Vielleicht gleich einmal in der Woche duschen. Why not? Genau. Ja, aber der Chandler ist natürlich schon die beste Personalie für den Flow von der Sendung. So. Ja, es ist. Ja, voll. Also, es ist halt wirklich so, das Zusammenspiel ist halt natürlich sehr, sehr gut konstruiert. Eben so irgendwie, du hast alles so dabei und irgendwie so, es interagiert sehr gut so. Mega. Vor allem die Phoebe ist so, weißt du, als ich Teenager gesehen habe, habe ich die Phoebe wie nicht gecheckt. Wow. Weißt, und hast ein bisschen gefunden, das ist ein bisschen ein komischer Fremdkörper. So. Ja. Und mit der Zeit bist du so, Weltklasse. Super gut. Super gut. Hast du die schreckliche Reunion-Show geschaut? Ja, die haben mir auch nicht so gefallen. Also es ist so... Boah, das ist aber es ist eigentlich wie... Es ist wirklich, es ist insofern halt, wie soll ich sagen, ich hasse alles, was irgendwie... Dort laufen Leute durch. Jetzt bin ich gleich abgelenkt. Nein, Opfiken hat es Leute. Es ist eben mit dem Kinderwagen durchgelaufen. Ah. Da geht einer ist ja die Aufzeichnung der Kinderwagen-Showroom. Der Kinderwagen-Showroom und eins weiter einer ist noch Videogang. Ich möchte nicht mehr weiter über das Thema reden. Sie strahlen seit 5 Jahren zwar nicht mehr aus. Ja, aber ja, warum? Aber sie haben trotzdem ihr Studio dort. Also in der Zaue.
Was wollte ich sagen? Ah genau, ich finde es immer sehr, sehr schrecklich, wenn man so alte Sachen aufwärmt, die wie für sich in sich geschlossen sind. Yeah. Bestes Beispiel Indiana Jones. Ich liebe alle drei Indiana Jones Filme. Yeah. Oder irgendwie der dritte mit dem Sean Connery oder wie der geheißen? Der, der Platz, blablabla der und Platz, so weiter. Das, das. Ich habe alle drei super geil gefunden. Und dann kommt Teil 4 irgendwie gefühlt die 8 Millionen Jahre später, yeah, wo einfach ein Desaster ist von A bis Z. Meiner Meinung nach, Shia LaBeouf, ganz genau, haben sie noch reingezogen. Ich glaube, die Idee war mal gesehen, dass er dann wieder neu ist. Oder? Genau. Und dann ist das aber so ein Desaster gesehen, dass es einfach keinen mehr gibt. Absolut. Yeah. Oder auch irgendwie Ghostbusters. Ich habe zwar nicht gesehen, den letzten mit, yeah, mit den vier Frauen, so, yeah, aber auch nur, echt nur schlechtes gehört. Wobei, ich glaube, das ist zum Teil auch so ein bisschen Internet-Misogynie einfach dabei gewesen, im Sinne von, ah, jetzt kommen wir da irgendwie. Also ich glaube, es hat auch viel... ja, das hilft nicht, aber leider hilft es auch nicht, dass der Film effektiv schlecht ist. Das weißt? Kann man vorstellen. Also ich glaube eben, und das ist genau mein Punkt. Yeah. Oder auch irgendwie, was ist jetzt noch gesehen? Es wird eh Back to the Future noch als Dings geben, das wird schrecklich werden. So. Also, ja, weißt, all die ikonischen Filme, die. Das ist der Nomen est Omen. Hä? Ah. Voilà, ganz genau. Ich hatte es kein Italienisch, aber voll. Und du hast halt auch so gesehen, das hat es einfach nicht gebraucht. Und du hast wie auch gemerkt, die sind halt auch älter geworden und die sind halt auch noch irgendwie. Und das hat so viel hat einfach keinen Sinn gemacht. Warum kommt dann irgendwie Justin Bieber und warum kommt das, irgendwie das zum Beispiel der. Wie heisst der, der am Schluss noch den Freund gespielt hat von der Phoebe? Der Paul Rudd, den ich eh super lustig finde. Yeah. So. Weißt du, also irgendwie, es war auch so ein bisschen halb batzig und so ein bisschen lieblos. Und ich habe das Gefühl, du hättest, wenn du eine Reunion machst, dann müsstest du es halt so nerdig machen. Weißt? Und dann müsstest du halt wirklich so, keine Ahnung, eben so alte Figuren wieder aufleben lassen. Genau, es hat nichts Neues gegeben. Yep. Und dann irgendwie noch James Corden moderiert. Ich mag ihn, aber das hat auch überhaupt keinen Sinn gemacht. Auch nicht passt. Und er ist irgendwie gesehen, aber wo der Gunter irgendwie ist, ja, doch mal genau, per Videoschaltung. Yeah. Und dann hat die Eltern von Ross und Monika. Nur schnell haben nur schnell. Also weißt du, irgendwie so völlig. Richtig absurd. Ganz, ganz schlecht. Und ich weiß noch, wie Leute im Vorfeld gesagt haben: Ah, nein, aber es ist ja gar keine neue Folge. Das ja, zum schießt Glück mich an. Nicht. Und ich habe dort schon gesagt: nicht. Bitte ja, nicht. Also ja, mach das auf keinen Fall. Und auch jetzt noch, das Reunion-Ding ist auch schrecklich gesehen, wo du so findest. Leider auch die Erkenntnis, irgendwie, die eine ist völlig kaputt operiert. Und sagst gerade du. Ja, ich meine, zum Fernsehen, also am Fernsehen, im Internet siehst du es nicht, aber ich bin, was ist das, 1,5 Meter? Puh. Ich kann nicht dafür, dass ich auf so aufstand. Ah, mit Botox überall? Genau. Das wird irgendwann zur Nacht. Nein, aber irgendwie so... klassisch auch gesehen. Sorgen, die man sich dann irgendwie gemacht hat um den Matthew Perry. Ja. Was super schade ist. Also ich weiß, ja, man hat ja dann also versucht zu retten, im Sinne von irgendeiner Zahn-OP oder so. Ja, die aber das Ding ist schon lang. Also, weißt, ja, ja. Also das Ding ist auch gesehen, dass er ist ja alkoholsüchtig und hat es wieder überwunden gehabt, nicht überwiesen, überwunden. Und aber das Krasse ist, er ist ja sehr offen mit dem umgegangen, yeah, und hat das auch irgendwie so, und das habe ich immer sehr, sehr stark gefunden. Und dort ist halt ja irgendwie so ein bisschen ein Schatten seines Selbst gewesen, das ist wirklich sehr. Aber das wird nicht thematisiert. Also weißt du, wenn du irgendwie 20 Jahre später zurückschaust auf so etwas, ja, und auch in anderen Interviews irgendwie schon gesagt hat, er weiß von zwei Staffeln nichts mehr, ja. Über so etwas könntest du dann mal in so einer Situation reden. Das, ja? Das war mutig gewesen, das war genau, stark gewesen. Und darum ist so für mich die Erkenntnis gewesen, der Matt LeBlanc, der Joey spielt, und ja, Lisa Kudrow, wo die Phoebe spielt, die wirken beide so zufrieden und happy. Und bei den anderen bist du so nicht ganz sicher, ob alles okay, ja, ist. So. Hast du Episodes gesehen? Seht ihr das etwas? Ja, Weltklasse. Super gut. Ich habe mal irgendeine aufgehört, irgendwie nach der dritten, vierten Staffel. Wirklich? Nicht bewusst. Das Ding ist mir so, also ich habe es super gefunden. Verstehe mich falsch, ich habe es wirklich sehr, sehr geil gefunden. Auch die Idee einfach auf dieser Meta-Ebene, die sich selber spielt. So geil. Aber ich habe so viele Serien, die ich mal angefangen habe, und wo ich einfach nicht mehr weiter habe, weil du kennst, da kommt eine neue, wo man schnell reinschaut. Und dann, yeah, zum Beispiel Community ist so eine. Ja. Kennst du das? Es, mhm, ist super lustig. Aber dort, gut, dort ist das Problem gewesen, dass irgendwann hat sich dann so ein bisschen wiederholt. Ja. Und dann ist noch der Dings ausgestiegen, der hätte geheißen, der Chevy Chase. Und der Charles Gambino ist, glaube ich, auch noch ausgestiegen. Mhm. Irgendwann ist der, wie heißt er das wieder? Du weißt, so der. Glover. Genau. Ja. Wo ja nicht, super nicht ist. Donald, sondern. Sondern genau der. Besonders Glover. Oder heißt er doch auch Donald? Nein. Gib mal die Childish Gambino. Daniel. Daniel Glover? Nein. Schon. Danny? Nein, eben nicht Danny. Heißt der Glover? Nein, er heißt eben Donald. Er heißt Donald. Und der Danny Glover ist der von Lethal Weapon, oder? Das kann sein, ah. Childish Gambino und?
Einfach nur Childish Gambino. Wie heißt der wirklich? Donald Glover. Ah. Ein Punkt ins imaginäre Namensquiz. Ist Kasseli. Nein, aber warte jetzt, Episodes hast du erwähnt. Was soll ich jetzt sagen, welche Episodes? Also das Ding ist aber, dass der Joey aka Matt LeBlanc und Lisa Kudrow in Würde so ein bisschen gealtert sind. Genau, genau. Lisa Kudrow spielt mit bei, das könnte dir gefallen, wenn du es nicht eh schon kennst, du bist ja eh, du hast eh auch schon gesehen, Feel Good. Heißt Feel Good? Feel Good natürlich. Yeah. Hast du gesehen? Ich habe es immer noch nicht gesehen. Ah, nein. Das ist mir jetzt gerade in Sinn gekommen. Aber, ja, ja. Aber das ist eine super Serie. Ich habe es spannend gefunden. Prämisse davon. Ja. Sie, und sie spielt dort eben die Mutter von der Comedian Lisa Kudrow. Spielt die Mutter von der May. Wie heißt sie? May, glaube ich. Okay. Ja, super Sendung. Also lustigerweise ist es eben nicht eine lustige Sendung, an wo es um Comedy geht. Es ist eigentlich eine so ein bisschen Tragik-Komödie. Ja, es gibt ja noch viel von denen. Oft wenn es um Comedy geht, ist dann eigentlich etwas Tragisches. Voilà. Joker. Ja, ist jetzt auch der Comedy-Film, wo wir sind. Yeah. Kommt. King of Comedy. Was ja eigentlich der Joker ist. Stimmt, wie sind wir jetzt eigentlich auf das Ganze wegen Joey? Stimmt, wegen Joey und dem Mützu und dem Bützu. Ja, aber Episodes musst du unbedingt noch fertig schauen. Sicher? Oh, nicht spoilern. Nein, ich tue nicht spoilern. Aber es ist wirklich von A bis Z. Super. Super funny. Es ist eigentlich so, im Vergleich habe ich so, das Einzige, was ich so in diesem Stil dann noch gesehen habe, ist Jerks. Ah, mit dem Ulmen. Ja, und das ist mir auch empfohlen worden, habe ich noch nicht gesehen. Fariad, ja, es ist super Cringe-Comedy, aber es ist halt einfach... Ulmen halt. Genau, so, ja. aber es ist zum Teil wirklich zum Schreien, was dort passiert. Also wirklich zum Schreien. Ja. Dort gibt es wirklich auch Situationen, wo... Es ist ja perfekt gemacht. Hast du Scream gesehen? Scream? Ja. Einfach Übergang. Schreien. Scream? Haben wir irgendwann mal mit Kollegen haben wir so eine Horrorfilmnacht gemacht. Und da haben wir unter anderem Scream geschaut. Und dann wirklich so nach einer halben Stunde haben wir gesagt, ist das wirklich Scream oder ist das Scary Movie? Weil so als Kind, so als 12-Jähriger oder so, habe ich wirklich ein bisschen Schiss gehabt von dieser blöden Maske und so. Und dann hat die nächste Mal... Du bist wie so ein Corona-Gegner. Angst vor der Maske. Nein, die hat Angst vor der Maske. Sie sagen, die nützt nicht. Ja, bla bla. Bla bla bla. Da müssen wir jetzt gar nicht. Nein. Mailand fühlen wir jetzt nicht dran. Vorbei. Ah. Aber ist natürlich einiges passiert in der Zeit. Das stimmt. Ich habe mal, ich glaube, der schlechteste Film, der buchstäblich schlechteste Film, den ich je gesehen habe, ist, glaube ich, Blair Witch Project 2. Oh. Also das Eis ist ja wie so cool und so. Und genau, das ist ja... Und für die Zeit... revolutionär gesehen oder legendär zumindest. Und das 2 ist so, ich weiß einfach nicht mehr, das ist wirklich so ein Fernsehfilm, nicht einmal mehr im Kino gekommen irgendwie, wo irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, da ist irgendwie darum gegangen, dass dann eine Gruppe, der anderen Gruppe auf die Spur geht, so quasi, und dann das auffilmt und so. Mm. Wirklich ganz, ganz schlimm. So. Ist ja so etwas. 1 bis 90. Genau. Ich meine, der erste ist sensationell. Ja. Das ist ja wirklich eigentlich ein Theaterstück. Ja. Und da haben sie irgendwie, was haben sie in 11 Tagen oder so, haben sie da dran. Ah, sicher? Und kein Budget gehabt. Und also wirklich sensationell. Und das ist dabei rausgekommen. Und nachher, okay, das schlachten wir jetzt aus. Ja. Und mit der Zeit bist du wirklich gesehen, hä? Was? Wirklich jetzt? Aber immerhin haben sie eigentlich einen Lego-Movie daraus gemacht. Das finde ich noch geil. So, es gibt ja vor allem irgendwie so einen Lego-Movie und dann gibt es noch irgendwie Animationen und dann so. Saw versus Predator versus Fast and the Furious 30. Genau. Was ich jetzt gesehen habe, es kommt eine neue Matrix. Stimmt, das habe ich auch gesehen. Aber nur, es ist vorprogrammiert, dass das ein super Plot wird sein. Genau, aber nur von einem Wachowski-Geschwister. Ich weiß nicht, ob sie oder er ist. Ich habe nicht mal gewusst, dass es Geschwister die. Doch, es sind ursprünglich, Frina hat mir immer gesagt, der Wachowski Brothers. Ja. Und mittlerweile ist die eine Geschwister, die ist jetzt eine Frau. So. Ah, das haben wir mal mitgeschnitten. Und ich glaube... Also wir glauben, es sei der Brasas, weil das ist ja so Polne. Wachowski Brasas. Lana Wachowski. Wie viel?
Lana Wachowski. Lana. So, ah. Hat jetzt Lana den neuen gemacht? Oder? Ja, ja. Ah, okay, also nur noch ein Teil von der, vom Geschwister der Bali, nämlich sie, hat jetzt den neuen gemacht. Und er sieht, es ist so komisch, wie der Keanu Reeves sieht aus, wie der Keanu Reeves jetzt immer aussieht, nämlich mit seinem Bart und den langen Haaren. Und dann denkst du so, der Neo, wo ja immer in die andere Welt geht und so, ich glaube nicht, dass der jemals sein Aussehen wird verändern. Und Patrick Harris ist noch dabei. Das stimmt. Oh, zeig's nicht, sonst werden wir gerade wieder. Sonst werden wir gerade wieder pult. Aber ich bin sehr, sehr kritisch dem neuen Matrix gegenüber. Ja, aber das Ding ist wirklich so, das Eins war ja sehr geil gewesen, und nachher, was hat es gerne? Zwei? Zwei und drei. Auch also, Trilogie. Auch dort, wo du siehst, sie bringen gerade zwei raus. Hast du gewusst? Es hat so ästhetisch ein paar schöne Bilder gehabt, aber geschichtlich bist du dann oft vorbei, oder? Ja. So weit sind wir gesunken. Wir sind jetzt bei Matrix 3 angekommen. Versus 4? Lego. Und 4, stimmt. 4, ja. Ja. Gut, vielleicht ist ja das dann wieder die Wende. Ich glaube es auch nicht. Nein. Interessiert mich jetzt auch nicht so. Aber ich denke eben, also, so revolutionäre Filme ist halt schon schwieriges Unterfangen mittlerweile. Ja, das kann man so sagen. Also ich überlege jetzt gerade irgendetwas, was mich so mega geguckt hat letztens. Ja. Yeah. Aber ich bin wirklich auch irgendwie, ich gehe ganz alt ins Kino. Was ich schade finde, weil ich finde Kino eigentlich geil. Mhm. Aber du weißt, was ist, man hat Auftritt, genau. Oder man ist daheim am Netflixen. Oder ja, die Pandemie kommt mal wieder. Ja, und es ist auch immer so ein bisschen die Frage, beim Kino denke ich immer so, wollte ich jetzt wirklich 60 Stutz ausgeben? Weil wenn ich ins Kino gehe, dann kostet es einfach 60 Franken. Weil du so einen dicken Arsch hast, genau. Und drei Plätze brauchst. Ich nehme immer die Deluxe Lounge. Ah, allein. Voilà. Nein, so einfach, wenn Kino, dann gebe ich Vollgas. Ja. Also klar, einerseits kostet das Ticket irgendwie schon 20 irgendetwas. Das ist ja Wucher. Ja, wirklich? 20 Franken, 20, jetzt sage ich schon Basli. 20 Franken. 20? Nein, das ist puh. Was ja, das Zeugs kostet heutzutage? Ich finde es aber schon noch faszinierend, wenn ich denke, klar ist das auch eine grosse Hintergrundmaschinerie, oder? Aber wenn du es dann vergleichst mit irgendwie Auftrittspreisen, denkst du, okay, für einen Film 20 Stutz, okay. Dann musst du vielleicht noch 3D brüllen, das ist jetzt aber nicht mehr so in. Ich habe eine Idee gehabt. Eine Marktlücke. Achtung. Für Leute, die nicht gerne 3D-Filme haben, aber gerne einen Film möchten sehen, eine 2D-Brille für 3D-Filme. Copyright ist im Fall. Hängig. Weil das willst du ja, du willst ja unbedingt eine Brille anziehen. Es geht nicht darum, was du willst, es geht darum, was du brauchst. Ich habe dich unterbrochen. Eben 20 Franken. Ja, und danach musst du noch etwas trinken bestellen. Das heisst, so eine halb Liter Fläschchen PET kostet auch irgendwie 5,50 oder so. Ah, wie da. ich tue das noch twinten, das ist gut. Und dann muss ich natürlich grosses Popcorn haben, Süßigkeiten. Vielleicht noch Nachos, Malteser, so, also es ist dann einfach das ganze Programm. Und dann bist du wirklich bei 50, 60 Stutz für einen Kinobesuch. Und darum gehst du nicht ins Kino? Nein, es ist dann halt immer so ein bisschen die Frage, ja. Will ich das jetzt? Also was ich jetzt auf jeden Fall schauen werde, ist James Bond. Das muss halt einfach sein. Ja, voilà. Das ist etwas von dem, was mich am meisten aufgeregt hat an Corona. Zwei Sachen haben mich richtig aufgeregt. Und das eine davon ist gesehen, dass der James Bond die ganze Zeit verschoben wird. Und das andere ist gesehen, dass auch deine Verwandtschaft gestorben ist, über 60. Genau. Aber vor allem das mit James Bond. Das hat mich schon mitgeschnappt. Ja. Ich habe gedacht, du kannst nicht sagen, no time to die. Hey. Eben. Und ich bin fasziniert gesehen, dass sie es tatsächlich geschafft haben, den unter Verschluss zu halten. Mega. Zwei Jahre lang einfach in irgendeinem Safe, ohne dass irgendeine Datei geleakt wird. Voll. Und das, obwohl sie ja können liegen, wer wo irgendwelche Immobilien anlegt. Voilà. In Opfiken. In Opfiken zum Beispiel. Ja, hat schon die eine oder andere Immobilie da, wo ich mich frage, warum gehört jetzt ein Putin? Voilà. Ja, der Mützu. Der Mützu und der Schöckl. Ja, der Kili. Ja, Kid, das ist mein MSN. Ja. Oder mein ICQ-Name. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Es könnte da irgendwie, keine Ahnung, Kilian 1984 oder so zu sein. Obwohl die Jahrgang 86 ist. Genau. Nein, effektiv 84, aber im Dezember. Das heisst, ich bin ein junger 84er. Darum.
Ah, so gesehen, ja. Ja. Siehst, ich bin ein alter 88er. Ah, 1. Februar. Das klingt wie ein Wein. Oder wie ein Auto. Ja, oder, also ein alter 88er. Oder ein Nazi. Oder, gerade wollte ich sagen, oder wie einer, wo die 30er Jahre sich zurückwünscht. Ja. Ja, ein alt 88er. Das ist wie ein alt 68er. Ein alt 88er. Ja, ein bisschen rassistisch. Ja, der Onkel macht noch so Stand-up. So. Ja, dann so satirisch. Ja, ja, voll mit Deutschen. Deutsche Themen. Ah, wird eigentlich die heutige Ausgabe wegen etwas gespannter? Nicht? Kein Sponsor? Haben wir noch Sponsoren gehabt? Ja. Was ist passiert? Du, die abgesprungen? Nein, die haben wir immer wieder mal. Ah. Aber nicht heute. Ah, weil, als sie den Namen gesehen haben, haben sie gesagt, Schaut eh nie. Hey, schön dort zu sein übrigens. Ja, aber erzähl doch jetzt du mal. Das letzte Mal, also wir haben uns aber nicht wirklich viel gesehen, muss ich sagen. Nein, wir haben es letztens, ich habe lustigerweise gerade heute auf meinen Social Media, wo man kann folgen kann. Yeah. Ja. At Lavashkili, auch so ein Wortspiel. Lavashkili. Ich habe mir überlegt, du bist doch Social Media Experte. Nur mal schon insofern, weil du das ausgelagert hast, jemanden, der das kann. Immer noch, oder? Ja. Yeah. Ich habe mir überlegt, ich habe seit Jahren, also seit ich halt bei Insta bin, seit etwa, wie lange gibt es Insta? Seit 25 Jahren, ist mein Name dort Lavashkili. Mhm. Weißt du, von Lavashkili mit Kili. Wortspiel genial, verstehen nicht alle, die was verstehen, sind schon. Und ich überlege mir, ob es jetzt auf Kilian Ziegler ändern. Yeah. Was ja eigentlich noch clever wäre. Mhm. Aber Kilian Ziegler ist schon beleidigt. Das heisst, ich müsste irgendwie so mit Kilian underline irgendetwas. Yeah. Oder habe ich es einfach so lassen, weil wenn man eh mich googelt, finden wir das eh. Go. Ja, nein, vielleicht. Egal. Ich glaube, lass es. Egal. Weil, das müsste man testen, wenn man effektiv probiert, Kilian Ziegler einzugeben, könnte dann trotzdem Lavashkili, oder? Das ist so. Eben. Die Frage ist, ob die Leute finden, das ist eh nicht der. Ich gehe jetzt auf deine Seite, @Lucani. Dann schreibst du official. Official? Eine Zeit lang hat es geheißen, wir müssen immer im Handle schon dazu schreiben, was man macht. Das heisst, du hast irgendwie so. Da, Comedy. Ah, voilà. Da, Model. Da. Joel von MASH. Football. Genau, von MASH. Aber ich glaube, das hat sich wieder ein bisschen gesetzt. Hast du einen blauen Hocker? Nein. Ja, nicht. Also ich finde, das macht nichts. Facebook habe ich einen. Ah, crazy. Das ist ein anderer als crazy. Der auf Instagram. Nein, auf Instagram habe ich keinen blauen Hocker und ich finde, das ist auch nicht so wichtig, aber mein Selbstwertgefühl ist völlig am Boden. Ich weiß nicht, eine Zeit lang war das ja so das Ding und man hat unbedingt einen Wellen. Und der Punkt, warum es ja da überhaupt gibt, ist, um eben zu zeigen, dass man der offizielle Account ist. Ja. So. Und zum Beispiel, keine Ahnung, Fußballer Thomas Müller, ja? Macht vielleicht noch Sinn, dass der einen blauen Haken hat, weil es gibt vielleicht noch einen anderen Thomas Müller. Es gibt einen Joel von Mutzenbecher? Es gibt einen Jael von Mutzenbecher. Nein. Das ist eine Kampfschützin. Mann, das ist Walliselle. Auf jeden Fall, was ich wollte sagen. Nein, stimmt nicht. Sie ist Jägerin. Von Mutzenbecher sind wirklich nur unsere Familie. Ist das Basler Teig? Nein, überhaupt nicht. Aber von Mutzenbecher ist das schon so. Das ist altdeutscher Adel. Ah. Also auch Teig. Einfach komplett verarmt. Okay. Yeah. Ah, ja, voilà. Yeah. Ist das der Name von deiner Mutter? Die Immobilien sind komplett zerbombt. Ah, voilà. Okay. Ach so, okay. Ja. Yeah. Voilà. Leider. Auf jeden Fall, ich habe jetzt gerade heute, darum sage ich es, habe ich jetzt die Bilder hochgeladen von Stanz. Ja, sie Stanz das lacht, super Swiss Comedy Night. Sehr, sehr cool. Danke übrigens noch, dass ich kurz einspringen konnte. Ich habe es auch herausgefunden, warum der Kollege Unterrecker nicht gekommen ist. Ich habe das über Umwegen dürfen erfahren. Yeah. Ich hatte ja auch nicht gefragt, du hättest mir so eh gesagt. Das haben wir jetzt aber nicht Nein, ich habe Team Management habe ich gesagt. Ah, ich habe gemeint, dass ich einfach krank oder so, oder einfach irgendwie... Aber nein. Nein, er hat... Geld verdient. Eine Doppelbuchung gehabt. Hey, Gruß raus, das Fabian. Das stimmt. Ist übrigens aber auch momentan ein bisschen mein Job. Ich bin momentan auch der grosse Einspringer. Für Leute, die irgendwie sich Daten falsch eingeschrieben haben und irgendwie an zwei Orten gleichzeitig sein müssen. Ich finde, ich würde so deinen Insta nennen, Joel 88 Einspringer. Der Springer. Der Springer. Schwierig. Mutzenbecher, der Springer. Nein. Das Ding ist, auf jeden Fall... Auf das kommen wir zurück mit dem Einspringen. Was haben Sie sagen? Auftritt in Stanz lacht. Ganz genau. Und sonst haben wir uns nicht so viel gesehen, das stimmt. Nein. Ich glaube, und dort haben wir nicht kurz miteinander geschwätzt, nein. Sondern wir haben vielleicht zwei, dreimal kurz telefoniert, aber effektiv
eben noch Auftritt gehabt, einen Podcast gemacht habe, Mailand lustig, lustig. Cut to 1,5 Jahre später. Da bin ich. Da bist du. Und viele haben ja gesagt, dass man sich irgendwie muss beschäftigen während dem Ganzen. Du hast ab und zu Videos gemacht? Voll, es ist lustig, ich habe... das ist ein unglaublich gutes Wasser. Ich runde auf 6. Ich tue hinter 6, so bin ich da wieder. Danke fürs Trinkgeld. So Trinkgeld, ja. Es ist lustig, mir war eigentlich nie langweilig. Yeah. Ich habe immer irgendwie zu tun gehabt. Lustigerweise. Weil ich habe immer irgendwie da und da irgendwie noch einen Auftrag gehabt und dort irgendetwas und dann dort noch irgendein Video und bla 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 bla. Und von dem her, das ist irgendwie noch krass, dass ich irgendwie recht gut durchgekommen bin. Mhm. Sowohl beschäftigungsmässig als auch finanziell. Yeah. Und ja, ich habe so ein bisschen Videos gedreht, einfach so für einerseits so Aufträge oder Anfragen, die ich hatte, einfach irgendwie einen Stream-Auftritt gemacht oder gefunden, hey, ich kann ja nicht auftreten, aber ich mache da einfach das Video. Mhm. Und ich habe mir das so ein bisschen geschafft, völlig DIY-Style, also völlig irgendwie alles selber mir beigebracht. Und ja, es macht irgendwie mehr Spass. Also auch immer noch völlig dilettant, aber ich finde es irgendwie geil, wenn man so einfach aus der Not eine Tugend macht und yeah. dann so findet, komm, ich mache jetzt halt einfach, schnapp mir das iPhone und mache irgendwie schnell. Und hast du gerne die Stream-Auftritt gemacht? Nein, schrecklich. Ich habe, glaube ich, etwa 3 oder 4 gemacht. Yeah. Oder 5, wirklich nicht mega viel. Ja, vielleicht 5, 6, irgendwie so was in der, also nicht mehr yeah. auf jeden Fall. Und am Anfang habe ich wirklich so, bin ich an meinem Pult gesessen, Laptop, und dann so einfach irgendwie das gemacht und es war schrecklich gewesen. Dann habe ich mal gelernt, ich könnte irgendwie so irgendwie, nicht eine Bühne bauen, aber so irgendwie so aufstellen, yeah. dass ich halt stehen und yeah, gleich irgendwie yeah. so ein Setting. Und dann habe ich gefunden, ja, das ist besser. Und dann habe ich gefunden, komm, wenn es euch gefällt, gebt den Daumen auf oder im Chat schreiben oder so. Weil meistens ist es so, du musst den Ton und auch das Bild abschalten, wegen Band, Witte und solche Sachen. Yeah. Und das ist das Ding, es lebt vom Feedback. Und dann ist es irgendwie so ein bisschen gegangen, aber es ist sehr unbefriedigend. Charlie hat mir erzählt, weil er irgendeinen Auftritt gehabt hat, ich glaube Schule oder so. Und alle haben sich stumm geschaltet. Yeah. Und dann performt sich da der Wolf ab. Und dann siehst du aber so rechts im Chat, siehst du so, haha. Hahaha. Ich habe zu einzelne Leute und so. Sehr schön. Aber hast du mal gemacht, einen Stream-Auftritt? Hey, ganz ehrlich, einen Stream-Auftritt habe ich nicht gemacht. Ich habe eine Stream-Moderation gemacht. Hm. Und das ist wirklich ein bisschen, kann ich ehrlich sein, eben aus der Not gesehen. Ja. Wo ich mache ja normalerweise keine Moderationen mehr. Also ja. Comedy-Moderation, aber das ist etwas völlig anderes als in der Event-Moderation. Und so, oder? Aber bei Zoom habe ich gefunden, das ist jetzt noch ein bisschen speziell. Der Stutz ist auch gerade sehr needed. Also machen wir es. Ja? Und es war ein Preisverleih gesehen. Über Zoom halt. Und dann hast du alle die verschiedenen Breakout-Rooms und was weiß ich. Ja. Und es ist technisch super aufwendig gewesen für dich, weil sie halt dann müssen alle nominiert irgendjemanden in einem Room haben. Und dann hast du, müssen, wenn jemand gewonnen hat, hast du müssen den aufschalten oder die. Und ich habe dann irgendwie müssen mit denen schwätzen und so. Also du bist schon vor Ort gewesen, Neume, und nicht daheim. Genau, ja. Okay. Ich bin in einem Greenscreen-Studio gesehen, wo nicht einmal in dem Studio selber Leute drin gesehen sind, sondern nur so zwei so Moving-Head-Kameras. Krass. Und ich habe mich eigentlich nicht dürfen bewegen, weil ich halt so perfekt im Bild einkadriert bin. Ja. Schönes Wort. Gell? Quadriert. Das gibt's, das Wort gibt's. Ja. Gibt's es? Nein, ist nicht kadriert. Kadriert? Ah, oh. Die Kadrage. Ah, ach so. Das geht ja die Kadreschien, so. Ja. Das ist von denen. Wow, laute Lachen vom Christoph. Jetzt hat er es geschafft. Das gibt es selten. Das gibt's selten. Darum lädt man mich wieder ein. Das erste Mal immer ein Risiko. Das zweite Mal am Abliefern. Aber so ist der Name entstanden. Die sind halt immer die Besten gewesen in der Kadrage. Es ist so. Absolut. Es ist so, ab und zu. Und sie hat ja auch einen grossen Kadrage. Nein, auf jeden Fall. Was ich wollte sagen, ja. Das ist jetzt völlig neben also, sich. Joel. Opfig, ich glaube ja, meine Theorie ist, Opfiken kann das Beste und Schlimmste in jemandem auslösen. Genau. Du bist in einem grünen Raum gewesen, ja. Allein. Genau. Und ich mich nicht bewegen. Und zuerst hat es mir eine Probe gegeben. Mhm. Und dort ist alles schief gelaufen. Darum ist es natürlich länger gegangen als gedacht. Mhm. Sodass ich nicht einmal mehr aus dem Raum gehen kann zwischen Probe und Live-Show. Das heisst, bin ich 4 bis 5 Stunden bin ich auf genau gleich in einer nicht ganz natürlichen Position. Absolut mir verschuldet. Man hat irgendwie gesagt, stand mal an, okay, stehst du nachher so? Und ich so, ja. Und dann ist es einfach so, du weißt, so, die Beine ein bisschen zu breit.
und irgendwie so die Schulter so ein bisschen so nach hinten und dann denkst du so, okay, so stand ich jetzt da. 5 Stunden. Und dann habe ich so meine Karte gehabt mit irgendwie halt so der Übergang und so. Und dann kommt das Allergeilste, dann sagen sie kurz vor der Aufzeichnung, sagen sie, die Nominierten musst du dann übrigens doch vorlesen. Hätte immer geheißen, musst du nicht. Und ich kann es jetzt sagen, die Leute wissen, wo das gesehen haben. Best of Swiss Apps ist die Preisverleihung gesehen. Voilà. So, und dann habe ich in, glaube 12 Kategorien jeweils 10 Apps müssen vorlesen, die ich vorher noch nie gesehen habe. Und das ist dann wirklich so Kategorie Kids, Move. Videogang App, Mash App. Nein, und Kita-App Hönkeberg. Move for you bei Quattro Pliplu, weißt du so, oder? Und mit der Zeit habe ich wirklich zum Teil die Buchstaben nicht mehr richtig gesehen. Und bis, also es ist wirklich noch recht viel Arbeit gewesen. Es klingt immer so, ah, da habe ich sicher, ich hätte ein paar Stunden in einem Raum stehen. Aber ich bin komplett fertig gesehen nachher. Ich glaube, das ist sofort im Ohr habe ich noch, weißt, die Regie gehabt, wo irgendwie gesagt hat, okay, jetzt kommt dann die Kategorie und da. So. Und es schafft so Brainpower, die ich sonst nicht brauche, oder? Und nachher gehe ich in den Coop, mir kurz Nacht holen und dann denke ich so, scheiße, jetzt wirklich selten, aber dann denke ich von, jetzt muss ich wirklich etwas rufen. Jetzt brauche ich einen. Und laufe so zum Kundendienst, wo sie so den harten Jahr kennen, oder? Und obwohl ich eine Maske habe, schaut die mir so an, ich sage so, geht sie, und sie sagt so, Alkohol. Okay, sehr schön. Und ich so, ja. Kennen Sie mir das da? Und dann bin ich heim. Ich habe 2 Gläser, ich bin wirklich nudelfertig gesehen. Und vor allem das Schlimme ist, es ist halt eben auch noch zu einer Zeit gesehen, wo du eigentlich nicht viel machst. Klar hast du zu tun, aber du bist eben so ein bisschen in diesem Homeoffice-Groove und wir sind eh selbstständig. Das heißt, bei uns ist es halt so, ja, ich kann es auch um 4 Uhr am Nachmittag schreiben, das Mail und logisch. Bla bla bla. Und dort hast du dann einfach gesehen, du musst schnell voll bla bla bla. Und leider den Auftritt habe ich nie angekriegt. Ich habe mich aber auch gegen sehr viel gewehrt. Zu Recht. Aber hast du nichts verpasst. Der Tim, Tanner, ja. Der hat bei sich daheim im Büro hat er effektiv ein Zoom-Auftrittsstudio errichtet. Ah, mit, nice. Eben der Charlie hat ein paar gemacht, ja. Der Cenk, glaube ich, auch. Und das ist noch geil, weil der hat er wirklich mit 3 Kameras und du hast dann wirklich ein Mikrofon in der Hand, wo verbunden ist. Das heisst, du hast wenigstens wie einen Auftritt gemacht, aber klar, du hast keine Reaktion und nichts. Aber ich habe mir dann auch gedacht, wenn du irgendwie so vor dem aufgeklappten Laptop bist, kannst du auch deine Karriere beenden. Ja, voilà. Also ich habe mir das wirklich gesagt, ich kann es vorhin nachvollziehen, wenn das jetzt Zukunft ist, wenn es keinen Live-Auftritt mehr geben sollte, weil das alles irgendwie da ist, klar, mache ich nicht mehr. Oh nein, das ist schön. Es ist interessant, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, es hat ja wie so verschiedene Phasen gegeben von dem Mailand-Teil. Und am Anfang, und das ist wirklich auch eine mega privilegierte Situation, da kannst du sagen, ja, eben, ich habe das zur Entschleunigung genutzt und so, ich sammle und so. Und es haben mega viel gesagt, natürlich, das kannst du auch nur, wenn halt irgendwie nicht gerade irgendwie Not am Mann und der Frau ist und so. Yeah. Und also, man muss sich das auch leisten können, auf eine Art. Und das ist wirklich extrem cool gewesen, weil ich habe wirklich Sachen ordnen, neue Sachen andenken und ich bin mega motiviert gewesen. Yeah. Ich habe das mit den Videos gekommen und ich habe eben Aufträge gemacht und bla 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 und so. Dann hast du ein Videogang gegründet. Nicht ein Videogang, mehr Mesh. Ah, okay. Ich bin der, genau, so mit meinen Kumpels, also mit den Älteren. Und dann ist aber so eine Phase gekommen, wo ich mega lethargisch war, wo ich irgendwie nichts mit Stand bekommen habe, wo ich wirklich fand, ah, fuck, irgendwie, es muss wieder etwas passieren. Und ich habe mich mega schwer motivieren. Mir ist es wirklich so sinuskurvenartig gegangen. So. Ja. Ja? Ja, ich glaube, beim ersten Lockdown hast du von vielen gehört, irgendwie, wie es bei einem gut da hat und was weiß ich. Aber dort ist ja auch wie die Erwartung gesehen, wir machen das jetzt 2-3 Monate und dann ist alles vorbei. So, und dann kannst du natürlich sagen, dann wäre es vielleicht für eine ideale Welt wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn du einfach wie einen Monat definierst, wo einfach nichts passiert. Ja. Und da darf niemand so etwas machen, oder? Hast du auch so einen völlig naiven Corona-Moment gehabt, wo irgendwie etwas gemacht hast, wo rückblickend sehr, sehr schlecht gealtert ist? Also ich mag mich erinnern, wo noch nicht die Maskenpflicht gekommen ist, aber so kurz vor dran. Wo man wirklich gewusst hat, sie kommt, die Frage ist noch ein bisschen wann. Oder vielleicht sogar echt, es ist schon definiert gewesen, aber erst irgendwie am Montag drauf, irgendwie so, bin ich Coop, das alte Coop City, das ist die wirklich die krasse Coops. Absolut. Nicht einfach nur Coop Pronto, sondern hey, alte hat eine Coop City.
und hat dann so Maske gekauft. Es ist immer, weiß ich, 50 in einer Packung oder so. Mhm. Maske gekauft, so, soll ich zwei nehmen? Nein, eins reicht eigentlich. Mit dem kommt, ich glaube, das reicht so vorerst. Und mittlerweile habe ich wahrscheinlich etwa 800 Pack Masken durchgelassen. Aber ich habe wirklich gedacht, nein, komm, wir weiß es nicht. Eins sollte eigentlich länger, oder? 50 Masken? Ja. Ist aber vielleicht sehr naiv. Aber nachteilig betrachtet, ist vielleicht gar nicht so schlecht gesehen, weil ich nicht mal der Preis dort ist noch deutlich höher gesehen. Extrem. Ich glaube, jetzt ist wahrscheinlich, was ist jetzt eine Maske? Oder 10 Stutz? So ein 50er-Pack? Ja, irgendwie. Irgend so etwas? Ja, und die Zeit lang ist es sogar. Zeit lang ist es für einen 10er-Pack 100 zahlt oder so. Was? Ja, auf dem Schwarzmarkt vielleicht. Nein, schon nicht gerade, aber irgendwie sicher 30 Stutz im Fall. Ich glaube, 30 oder 35 Stutz. Ja, habe also ich gemeint. Ich habe sogar gesehen, pro Maske einen Stutz. Ich glaube, können rechnen. Krass. Yeah. Ich habe dafür jetzt, das ist so mein Moment gesehen, vor, ich glaube, 2 oder 3 Wochen, bin ich in einer Apotheke und dann sehe ich dort so eine schwarze FFP2-Maske. Und das ist meine erste FFP2-Maske, die ich gekauft habe. Ah, crazy. Das heißt, ich hatte so den umgekehrten Moment. Jetzt könnte ich ja noch eine kaufen. Ja, komm. Nimmt es eigentlich auf? Ist das... Jetzt fangen wir den an. Ah, okay. jetzt sind wir bei einer sauberen Stunde. Wo siehst du das? Unten rechts, schau mal, da hast du so ein Reck. Ah, stimmt, krass. Ja. Und dann siehst du die Zeit angehoben. So. Crazy. Ja. Yeah. Das ist schon verrückt, das moderne Technikzeug. Unglaublich, oder? Ich weiss noch, wo man gesagt hat, man will einen Podcast machen. Und du hast gar noch nicht gewusst, wie. Und du hast das irgendwie mehr alles selber müssen zusammenbauen und so. Und schon nur in den wenigen Jahren, wo es jetzt der Christoph macht, irgendwann hätte er ein besseres Tool können kaufen, wo effektiv schon einem ein bisschen Arbeit abnimmt, nämlich effektiv das Mikrofon zusammenmischen und wir sind weiter weggegangen. Also was die Leute ja nicht gesagt haben, ist jetzt eigentlich, der Christoph hinten ist auf dem Velo, einfach den Strom am generieren, weil Opfig hat einen sehr krassen Strommangel. Das ist alles klimaneutral. Da, alles völlig, genau, absolut. Ja. Und darum, er tut so sehr, wie soll ich sagen, sehr entspannt, aber er ist eigentlich gerade die ganze Zeit am Sport machen. Das ist aber ein super Sport. Ja. Absolut. Voll, ein Profi. Ja. Heute ist es ja schwieriger, eigentlich Cat-Podcast zu machen. Ja, mittlerweile. Mittlerweile. Das nervt mich ein bisschen. Ich hätte fast aus Versehen, den Morgen, als ich den Kühlschrank aufgemacht habe, Podcast gemacht. Aus Versehen, aber es ist mir irgendwie gelungen, nichts zu machen. Das nervt mich ein bisschen. Jetzt siehst du, dort will ich aber zum Beispiel, dort merke ich, wenn ich denen gerne ernst genommen werden würde. Am Kühlschrank? Nein. Joey, reiss dich zusammen. Das ist typisch Joey, im Kühlschrank zu sein. Das stimmt. Das ist ein bisschen mein normales Verhalten. Viel am Kühlschrank zu sein. Nein, weil ich so denke, einerseits war schon lange der Wunsch da, einen Podcast zu machen, bis ich es dann können machen konnte. Und andererseits ist es also, der Ruf, den Podcasts haben, ich glaube auch deutlich schlechter, oder eben, dass alle einen Podcast machen, ist deutlich schlechter als effektiv der Podcast. Also weißt du, ich bin irgendwie so ein bisschen stolz bin ich auf den Podcast. Ja, natürlich. Ich finde ihn persönlich. Super Gäste. Ja. Meistens. Wieso hast du das jetzt auf dich bezogen? Das ist dein Problem, wenn du es auf dich bezogen hast. Hättest noch Kaffee? Auf jeden Fall. Nein, also völlig. Nein, also ich glaube so. Er ist ja mega eigennützig und egoistisch produziert, weil ich will einfach eben mit Menschen wie dir reden. So. Und das finde ich mega geil. Das sagen nicht viele Leute, den Satz. Kilian, ich möchte mit Menschen wie dir reden. Ja. Höre ich selten. Darum, ich, ja, aber es ist schön, es ist auf. Aber weißt, ich habe dich ja auch besser kennengelernt aufgrund von dem. Und wie auch ganz viele andere Menschen aus der Szene, aber auch aus anderen Bereichen. Weil wie will ich sagen, das ist ja fast eine Parallelwelt. Eben, wenn man zusammen einen Auftritt hat, nehmen. Es sind alle Bits mit sich beschäftigt, aber man hat Interaktionen untereinander und die sind hauptsächlich lustiger Natur. Weil man will ja ein bisschen in den Modus kommen und irgendwie es geht so Ping-Pong-mäßig. Und das können wir ja hier auch haben. Aber wir können auch effektiv mal ein bisschen länger reden, wie wenn wir bei einer Nacht vielleicht einmal so kurz ein Thema anschneiden und danach geht aber schon wieder tag weiter und jetzt müssen wir noch schnell einen Soundcheck machen und das und so. Absolut. Also es braucht effektiv den
der auswalzende Charakter von einem Podcast. Auf jeden Fall. Damit man auch ohne Ablenkung miteinander schwätzt. Oder? Völlig. Ich glaube auch, dass wir das nicht ganz so gesättigt ist, wie man das Gefühl hat. Also weißt du, man hat irgendwie ständig das Gefühl, es kommt noch ein Podcast, noch ein Podcast. Mhm. Aber ich habe schon mit ein paar Leuten darüber geredet, ich habe auch schon Sachen überlegt zu machen, so jetzt nicht podcastmässig. Also ich habe zwar auch Podcast, kann man sehen, aber das ist eine andere Geschichte. Mit Rebecca Lindau zusammen. Ja. Genau, aber das Ding ist so, das ist jetzt auch wieder eine ganz andere Tür, aber wir haben einen Musikpodcast, wir haben mal so 3 Folgen aufgeladen, einfach um es ein bisschen anzutasten und wir haben uns lange überlegt, wollen wir es weitermachen, weil wir sind beide mega busy und so mit Zeugs und Sachen. Sie haben jetzt gerade die Premiere gehabt. Und jetzt, wir werden jetzt aber eine neue Staffel machen und dann das ein bisschen seriöser. Also wir haben jetzt wirklich innerhalb von einem Jahr 3 Folgen gemacht. Wir haben echt noch mehr aufgenommen. Und irgendwie hat es nie so die Dringlichkeit gehabt, von hey, wir das zu rauslassen. Wir haben jetzt gesagt, hey, wir machen eine neue Staffel und dafür machen wir jetzt wie wirklich alle 2 Wochen oder eine Woche. Oder einfach so ein bisschen, wir müssen ein bisschen das Messer am Haus haben. Es ist, oder einmal im Monat, ich weiß auch nicht genau, was wir müssen noch besprechen. Aber wir wollen das so ein bisschen ernster angehen. Auf jeden Fall, ich glaube, ich habe schon mit verschiedenen Leuten geredet und die haben alle gesagt, hey, ist doch scheißegal. Also ist doch, jeder kann selber entscheiden, ob es hören oder schauen oder nicht. So, von dem her, ich finde, wieso, ja, klar gibt es viele Podcasts, aber ist doch scheißegal. Und ich finde, wieso, weißt du, lieber so, du hast irgendwie einen Gast, das Konzept, das finde ich geil. Es gibt halt andere Podcasts, wo... Das ist wirklich ein Konzept. Aber das Konzept ist der Gast. Du bist das Konzept und die Leute, die du einlatschst und du redest mit denen. Und das ist aber schon noch krass. Ich habe jetzt eben 3-4 Sachen geschaut, eben Peach Weber habe ich geschaut, Deville habe ich, den einen geschaut, ganz viele Sachen reingeschaut und man bleibt einfach hängen, weil es interessiert mich einfach. Also das, was spannend ist, sind die Menschen und nicht irgendwie, das ist das Lustige, du brauchst eben nicht irgendwie Fast and Furious Style-mässig 8 Milliarden Budget, wo einfach 2 Autos sich hinterher fahren. Ich habe sehr viel von diesen Filmen, möchte ich sagen. Sondern es reicht eigentlich, wenn 2 Leute einfach aufrichtig miteinander reden oder wird es in unserem Fall einfach mit einem Vertrag. Und darum, das ist jetzt eigentlich ein sehr verstecktes Kompliment gewesen. Ich finde es sehr schön. Danke. Und ich habe mich gefreut, wo du gesagt hast, Kilian, komm in meinen Darkroom zu Opfiken. Ein bisschen andere Erwartungen gehabt, ja. Aber gleich schön. Darum hast du auch die beste Pulli angezogen. Ja, ich weiß nicht, wie man das sieht, aber ich habe keine Hosen an. Du hast gedacht, man sieht es ja eh nicht, oder? Ist ja so. Gang weg. So. Das ist, yes. Nein, darum. Aber in dem Fall wird es eine neue Folge geben von dem. Also genau. Eine neue Staffel geben sogar. Wird es geben. Und die wird so ein bisschen. Ja, ein bisschen professioneller und vor allem so ein bisschen mehr Konzept, noch ein bisschen mehr. So ein bisschen, wie soll ich sagen, wir nehmen es ein bisschen ernster. Ja. Nicht, dass wir es nicht ernst genommen hätten, aber wir haben noch nicht genau gewusst, was wir eigentlich wollen machen und es hat auch niemand gelost, so buchstäblich, oder fast niemand. Und es ist eigentlich auch völlig okay, ich habe das Gefühl, wir haben es ein bisschen angetastet und dann schauen wir. Aber es ist wie eigentlich in allen Bereichen, dass es eine gewisse Beständigkeit braucht, damit dann effektiv etwas passiert, oder? Also ich brauche immer Deadlines. Also ich brauche Deadlines. Bei deinen Videos, oder? Wo du angefangen hast, deine Videos zu machen, machst du die jetzt noch regelmäßig? Ich will, aber regelmäßig ist schwierig, weil ich eben nicht muss. Also ich möchte eigentlich, es ist eben noch lustig, dass ich habe mir eben vorgenommen, ich will viel mehr Sachen eigentlich rausgeben. So. Also zum Beispiel, ich bin so, ich mache mega viel, aber ich bin nicht einer, der jetzt das auch noch unter die Nase reibt. Weißt, es gibt andere, die machen 2-mal in der Woche gefühlt ein Newsletter und wenn sie 3-mal schnaufen, ist es auf Social Media. Und ich finde, wieso, ich bin nicht so spannend, dass ich alles muss irgendwie teilen. Aber ich mache sehr viel Zeugs, was man gar nicht so sieht. Weißt, ich mache sehr viele Auftragstexte, ich mache hier Kolumnen, ich mache dort und so. Und ich habe das Gefühl, ich muss mich selber ein bisschen mehr zwingen, einfach rauszugeben. Weil ich habe das Gefühl, dort schauen es dann schon und ich habe viel Feedback auf die Videos. Aber es ist auch blöd, wenn du nur alle zwei Monate gefühlt ein Video machst. So, das ist einfach zu wenig. Du musst irgendwie die Konstanz haben und darum fehlt mir so die Deadline. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, einfach irgendwie mehr Sachen rauszuholen. Und sei es auch nur 30 Sekunden. So. Genau, du musst dir eigentlich selber eine Deadline geben. Ja. Irgendwann habe ich entschieden, bei diesem Podcast, habe ich gesagt, ab jetzt kommt jede Freitag eine Folge. Machst du die Woche? Ja. Ah, krass. Also eigentlich sogar oft jetzt 2 in der Woche. Ohne Scheiß. Ja. Aber du machst dann Solo vereinzelt, oder? Genau. Und also die machst du die auch hier, Solo? Nein, nicht immer. Also wir haben auch schon einen gemacht mit dem Christoph zusammen und so. Aber das Ziel dort ist wirklich, dass ich das dann eben von irgendjemandem aufnehmen kann. So, wo ich halt gerade bin. Und ich habe mich jetzt, glaube ich, auch entschieden, dass ich das ohne Bild mehr mache. Weil es ist irgendwie
für das ist es dann entspannter, weil ich schwätze ja eh allein und ich muss dann wirklich wie voll entspannt sein. Und das kann ich wie nicht, wenn ich weiss, ich muss da immer noch in die Kamera schauen. Und durch das ist dann auch weniger lustig. Obwohl man zwar das Bild nicht hat, ist es dann lustiger und unterhaltsamer, weil ich einfach dann kann, so in mein Handy reden. Blöd gesagt, wie eine lange Spruchnachricht. Aber ich nehme es so wahr, also ich bin eben völlig nicht der typische Podcast-Hörer. Weil das gibt es glaube ich gar nicht. Voilà. Yeah. Also ich lasse mega gerne Podcasts, aber sie sind selten. Mhm. Und eben zum Beispiel jetzt gerade der Podcast mit dem Sam Morell und dem Mark Normand. Mhm. Ich glaube, das ist super lustig. Yeah. Aber das ist 50 Folgen, 50 mal Stunde 20. Mhm. Und ich sage, soll ich jetzt beim 1 anfangen oder lasse ich jetzt einfach irgendetwas? Mhm. Und meine Frage ist so, gehe ich richtig an, du bist schon eigentlich so, YouTube ist so ein bisschen dein, oder wo hören oder schauen die meisten Leute den Podcast? Hast du irgendwelche Zahlen dazu? Ja, schon Audio. Schon? Ja. Okay, weil ich also jetzt immer auf YouTube, das ist anstatt zu arbeiten. Das, genau. Das ist ja das Schöne daran, das ist die Idee, dass wenn man will, kann man es sehen. So. Ja. Und dort ist wirklich sehr... So, das Ende des Stevie Wonder Album hat es auch geheißen. Yeah. You can see it if you really want. Ah, a Wonder Reference, habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ja. Und dort auf YouTube ist es wirklich halt sehr gästeabhängig. Ja. Dort merkst du, wie... Ich habe glaube ich weniger Stammkundschaft bei YouTube. Von Leuten, die sagen, oh, ich muss jetzt jede Folge sehen. Ich habe schon ein paar hundert, also sogar ja. Eine ohne Bild, merkst du, dass ein paar hundert sich das gern, ja. Weil sie halt einfach das, weil das ihr normales Konsumverhalten ist. Hingegen bei den Audio-Releases sehe ich, dass eine absolute Konstanz da ist. Und der Ausschlag, den ein gewisser Gast kann haben, auf YouTube, ist nie im Leben so gross bei der Audio-Folge. Ja. Also dort hast du viel mehr Stammhörerinnen. Das ist spannend. Ja. Weißt du eigentlich, wenn jetzt ein siamesischer Zwilling etwas schaut, ist das ein oder zwei Views? Hey. Ich glaube, das ist ein bisschen die Schwäche von YouTube. Ja, dass dort aber, einfach nicht, aber das ist auch immer schon die Schwäche gesehen von Einschaltquoten. Das stimmt. Weißt du, ein Haushalt mit theoretisch 20 Leuten zählt ja trotzdem nur als ein View. Das Problem ist einfach, das ist das eine, aber das andere ist der Haushalt mit 5 Fernsehgeräten. Genau. Wird nie abgebildet. Ja. Absolut. Wenn ein siamesischer Zwilling ein Instrument spielt, ist es dann schon eine Band? Das sind Fragen, die ich mir stelle. Jetzt merke ich, was die letzten eineinhalb Jahre gemacht hat. Wie du sagst, du bist immer Ich habe eine Band gegründet. Sie heisst... Kannst du etwas Musikalisches? Ich habe ganz viel musikalisch. Ich habe eine Idee gehabt, und zwar... Ich habe mal recht lange Klavier gespielt. Ja? So 10 Jahre. Klassisch bin, oder was? Ja, mit beiden Händen. So klassisch im Stil. Nein, so mehr so... Ich habe mal eine Funk- und Jazz-Band gehabt. Oh! Ja, und das ja. Ding ist, von dieser Band sind zwei mindestens nach einer Jazz-Show. Und ich habe mir das einmal beleidigt, aber ich der bin... Der Funky Lies. Okay, sorry. Ich finde das erstaunlich lustig. Ich bin nicht Bandleader gewesen, möchte ich sagen. Ich bin halt an der Taste, das ist immer der, der Bassist ist ein bisschen dumm und langsam. Der Drummer ist halt so ein bisschen der Drummer. Yeah. Also bei einer Jazzband ist eigentlich nur ein Verlierer. Weißt du, bei einer Popband hast du irgendwie den Frontmann, die Frontfrau und findest, das ist so die begehrte Person. Bei einer Jazzband ist eigentlich nur Bassisten. Sogar am Klavier. Mein grosses Problem war, alle haben mir gesagt, ich sei sehr musikalisch, yeah. Aber ich habe viel zu wenig geübt. Aha. Und du musst halt, ich bin der Meinung, wenn du halt willst... Auch dort hat die Beständigkeit, die Konstanz. Genau, wobei natürlich jetzt, also nur, dass ich das gesagt habe, ich mache schon sehr viel. So, jetzt, ich brauche einfach immer so ein bisschen dritte Arsch, aber yeah. ich stehe jeden Tag um 7 oder 8 Uhr auf und dann gehe ich auch hin. 9, 10. Das stimmt voll. Und dann, was machst du, wenn du da hinhockst? Ich habe immer irgendwas zu tun, irgendeine Kolumne oder irgendeine Zeug und Sachen. Und ich hatte letztens, das darf ich gar nicht sagen, einen grossen Auftrag, den ich vorgestern abgeben musste. Mhm. Und dann hockst du halt eineinhalb Tage dran und schreibst und Zeug und Sachen. Ja. Und so. Und ich bin so nah dran, dass ich es einfach eh hasse und eh scheiße finde und dann nicht mehr sagen, ob es gut ist oder schlecht. Ja, aber sie haben es cool gefunden, denen, die ich es geschickt habe. Leider ist das nicht die Bude gesehen, die beauftragt hat. Aber nein, genau, ich habe sie einfach der falschen Sachen geschickt. Du hast auf deine Eltern geschickt. Genau, lieber Gruß übrigens noch.
Sie sind grosser Fan von dem letzten Album, Luca Hani Reloaded. Auf jeden Fall, was soll ich sagen? Deine musikalische ganz genau. Karriere. Und ich habe mir überlegt, anstatt dass ich einfach könnte ein paar, 3, 4, 5 Songs einfach richtig gut lernen auf dem Klavier, könnte ich einfach jeden Song einfach nur den ersten Ton. Sagen wir irgendeinen Song? Smoke on the Water. Dann. Das klappt nicht einmal der richtige Ton gewesen. Du kannst jeden Song in jeder Tonart spielen, auf jeden Ton. Okay, wie würdest du denn weitergehen? Wie gesagt, ich habe nur den ersten Ton gelernt. Smoke on the Water. Ja. Dann. Ich glaube, es ist. Dann. Aber so etwas könnten wir jetzt stundenlang diskutieren. Ist es dumm oder ist es. Okay. Schwierig. Was hast du sonst noch gespielt? Auf Klavier. Ich habe ursprünglich mal noch Blockflöte lernen. Das war so ein Einsteiger-Droge. Yeah. Trauma vom Blockflöte spielen? Ja, so ein bisschen. Ja. Ich empfinde es nicht als Trauma. Ich habe so am Familienweihnacht habe ich natürlich mit der Blockflöte anstehen. Letztes Jahr. ich spiele Smoke on the Water, aber nur den ersten Ton. Oh, jetzt hast du die Tiefe genommen. Wir reden das nächste Mal über Musiktheorie. Ich komme wieder in den Dark Room und dann reden wir über Musik. Auf jeden Fall, das Ding ist ja, was haben zwei sagen? Es macht einfach keinen Sinn, Blockflöte. Warum hat es Löcher, wenn sie gleich muss zuheben? Ich glaube ja, das ist eine grosse Verschwörung, die Blockflöte. Hast du etwas gespielt? Blockflöte, logischerweise? Und sonst noch? Blockflöte. Und dann so ganz schlecht self-taught Gitarre. Ah. Mhm. Oder akustisch? Beides. Ah, okay. Das ist für mich das Gleiche. Auf dem Level, wo ich spiele. Es ist überhaupt nicht das Gleiche. Auf dem Level, wo ich spiele. Mir Respekt hättest du gesagt, du hast Keytar gespielt. Weißt du, was ein Keytar ist? Ah, oh, das sind das die. Das ist so ein Keyboard, das kannst du so um ein Haus. Dieter Bohlen Ding. Ja, genau. Ja. Das ist V80er. Also das ist richtig geil. Der Crimer hat glaube ich, noch Keytar. Ja, ich. Ja. Logisch. Nein, aber ich habe noch. Das ist immer sehr eindrücklich für die Leute. Ich habe noch eine Gitarrele. Das sieht aus wie eine Ukulele, aber es wird gespielt wie eine Gitarre, weil es hat trotzdem 6 Saiten. Und es ist halt oft alles höher. Es ist eigentlich wie... Hat die Gitarre nicht 5 Saiten? Nein. 6? Ja. Kann ich. In dem Fall. Es sind immer... Was sind es Quinten? E, A... Nein, das sind Quarten. Egal, es spielt keine Rolle. Ich kann keine Gitarre spielen. Warte jetzt, ich kann es sagen. E, B, G, D... A, E. Das sind 6. Quintene, sie glaubst. Ja, das Quinte. So, Quarte, Quinte, Terz, Sekunde. Da. Aber ich muss sagen, also, wie heißt es? Gitarrele. Gitarrele, ja. Das ist das Uncoolste, was ich glaube, im ganzen Leben je gehört habe. Gitarrele. Kannst du mal ein Bild von einer Gitarrele rausziehen, Christoph? Gitarrele. Jetzt ist es bei der Ukulele. Das hat eben 4 Seiten, oder? Das heißt, du musst völlig andere Griffe machen. Aber bei einer Gitarrele kannst du natürlich die gleichen Griffe machen wie bei einer Gitarre. Aber es tönt dann halt wie eine Ukulele, weil es ist 4 Halbtöne höher gestimmt. Das heißt, es tönt dann, es ist dann wie auf A gestimmt. Du als großer Notenkenner. Ich versuche so fest gerade Interesse zu heucheln, aber ich habe nichts daran abgewöhnt. Interessiert dich null, gell? Yamaha GL1 Gitarrele Natural. 6 Seiten. Habe ich ja gesagt. Und ich hatte sogar können sagen, wie sie heißen. Da bin ich jetzt schon ein bisschen stolz drauf. Genau die habe ich. Wow, also es sieht genau gleich aus wie eine Ukulele. Gell? Geil, oder? Gitarrele. Habe ich sogar schon in einem Solo ein bisschen... Ah, krass. Hast du denn auch ein Solo gemacht? Braucht. Ja, nicht ganz. Dort habe ich immerhin einen Akkord gespielt. Ah. Ja. Ich habe das Tryout ja gesehen vom aktuellen Programm. In Alten? In Alten. Ja. Stand auf, oder? Ist ja. Sachwelle. Genau. Super gesehen. Yep. Bald ist Premiere. im Hebsen? Ja, nein, zuerst spiele ich noch in Bern, dann bin ich im Hebsen, dann in Zürich und so weiter. Aber machst du jetzt eine Premiere, einfach der erste Gig, der kommt? Oder machst du einfach irgendwie noch... Ich glaube, nein, jede Show wird jetzt eine Premiere. Ah, crazy. Ich glaube, wir machen es jetzt so. Ein schönes Programm, kann ich sehr empfehlen. Danke, also du hast es noch nicht mal so gut gesehen. Ja, Triad ist immer speziell. Also du weißt halt eh nicht... Ist es jetzt einfach, weil es ein Tryout ist? Also es ist ja super angekommen. Es hat auch nicht so viele Leute gehabt, weil es auch noch so in die Pandemie schon halb rein ist, glaube ich. Ich weiß gar nicht. Sehr, sehr. Nee, super gefunden.
Wir haben ja auch telefoniert, das weiß ich noch. Mhm. Und ja, keine Ahnung, was jetzt damit dann gemacht hat. Mit meinen sehr, sehr weisen Ratschlägen. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Nein, das ist schon krass, kann man sie sehr zu Herzen genommen. Wenn das sofort in die Pandemie reingeflossen ist, das ist schon brutal. Ja, die Premiere ist ja dann, also die offizielle Premiere ist dann halt wirklich gerade wieder vor alles dicht gesehen. Ist das nach dem Podcast gesehen, dem Fall? Das ja, 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 das ist nach dem Podcast gesehen. Stimmt. Gibt es leider nicht mehr, die Stadtmixbar, wo das gesehen ist, das Alte? Nein. In Alten sind wir jetzt dann noch an neuen Locations. Können wir vielleicht dann auch noch schwätzen? Machen wir. Wir haben mal vor Jahren haben wir mal behauptet, wir machen mal eine Doppelshow. Machen wir. Das Problem ist, lustigerweise, ich bin ein Mitgrund, warum die Stadtmixbar eingegangen ist, ist gesehen, weil ich nie durch bin. Ich bin wirklich ohne, bei der Show bin ich gesehen und fahre da seit Jahren nicht mehr. Nicht, weil ich es nicht gerne hätte, sondern weil einfach meine anderen Stammbeizen geheim und meine anderen Stammbeizen ist jetzt auch zugegangen. Wirklich? Ist jetzt nach 10 Jahren hat die dicht gemacht mit Corona. Mm. Und Anwohner. Ja. Yeah. Genau. Und weil es gebrannt hat und ausgeraubt wurde. Nein, stimmt nicht. Es ist einfach aber wegen Corona und weil Anwohner, Lärm und Zeugs und Sachen. Yeah. Das Gockdach. Das ist die zusammen mit der Vario Bar so meine zwei Lieblingsbeizen. Wirklich? Oder Bars. Ja, ja, ja. Im Gockdach bist du aber schon auftreten. Ja, im Vario auch. Yeah. Ich bin jetzt auch eigentlich schon fast an jedem Ort auftreten. Stadtmixbar lustigerweise nicht. Ja. Yeah. Aber das hat auch immer wieder so ein bisschen Besitzer und Besitzerinnen gewechselt. Mm. Das ist so ein bisschen. Aber wäre echt eine coole Bahn gewesen. So, ich weiß gar nicht, was jetzt mit dem passiert. Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Ja, aber dann tun wir uns mal austauschen wegen Locations in Alten. Machen wir. Ich habe da noch ein paar gute Tipps zu Basel. Wo, wer fasst nicht so auskennst. Das ist cool. Ich finde es echt lustig, dass es so zu Alten ist alles auf U. Es ist nicht Basel, es ist Basu. Das sind Französisch, Basu. Basu. Basu, ich bin Basu. Das ist ein bisschen ein Street-Art-Künstler aus Paris. Ich bin Basu. Basi-Basu. Basi-Basu. Und du sagst wahrscheinlich mit 7a oder Basel. Was sagst du es? Ja, das ist jetzt die perfekte Impression gesehen, weil die Leute sagen immer fälschlicherweise Basel. Hä? Kommst du von Basel? Aber man sagt eben nicht Basel, es ist das klarste A, das es gibt. Es ist das hochdeutsche A eigentlich, Basel. Basel. Genau, und wahrscheinlich sind es ein paar A mehr als sonst. Ja. Das ist ja nicht Basel, oder? Das gibt ja die, die Basel sagen. Basel? Und das sind wie ein Schüttler, Basel. Lustigerweise tun Basler sowieso gerne auf die erste Silbe betonen. Das heisst, du hast Basel und du hast dann aber auch zum Beispiel Allschwil, wo gerade bei Basel ist, oder? Ich würde jetzt sagen, Allschwil. Eben, ist, ja. Und alle anderen in der Schweiz, wenn sie das lesen, sagen sie Allschwil. Das habe ich immer gemerkt bei Energy. Weißt du, wenn irgendein Zürcher Redaktor hat müssen eine News von Basel lesen, dann sagt er, Zalschwil ist ein Tram verunfallt. Also. Ja. Drum. Ich finde immerhin schön, dass Dornach Kanton Solothurn ist. Das haben wir eigentlich können. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, so als Dornach denkt man so, ah fuck, wieso sind wir nicht zu Basel? Bist du klein oder gross Basel? Oder bist du eigentlich ein aus dem Biet? Nein, also ich bin sicher nicht aus dem Biet. Ich persönlich mache nicht große Unterscheidung zwischen Klein- und Grossbasel. Ich wohne jetzt wieder im Kleinbasel. Ah. Ja. Und fühle mich im Kleinbasel super wohl, aber heisst wegen dem nicht, dass ich etwas gegen das Grossbasel habe. Ja, hoffentlich nicht. Also nein. Aber ich bin auf dem so Hipster, so Hipster-Epizentrum. Ja gut, früher ist natürlich schon so gesehen. Ist nicht das Gundeli Hipster, nicht? Nicht? Das Gundeli ist hip. Ja, es ist noch am Bahnhof und so, aber hipster High Place ist schon das gleiche Basel. Alles klar. Ja. No, baut gentrifiziert und dann ist wieder. Ja, es geht schon ein bisschen in die Richtung, aber schon. Das sagen sie jetzt auch schon seit weiss nicht wie vielen Jahren. Also es ist noch schwierig dort. Wir haben eine Veranstaltung gehabt, der Micha Deroux, ein guter Kumpel von mir, auch ein Slam-Poet, und ich hatte eine Lesebühne gehabt, einfach so eine Show mit Gästen. Mhm. Ewigkeit her, ich würde sagen, 2010 bis 13 vielleicht, in der Augenblickbar. Ich weiß nicht, ob es sie noch gibt, an der Kliebeckstrasse. Das hat mal brennt. Das hat mal brennt. Ja, seitdem machen wir es nicht mehr.
Seither rauche ich ja nicht mehr. Seither habe ich nie mehr einen Flammenwerfer im Ausgang dabei. Gut Abend gewesen. Nein, wir haben aufgehört, weil es hat irgendwie so, das Team hat sich dann aufgesplittet. Es waren 3 Leute gewesen und unser Kontakt ist dann abgesprungen. Und das war aber cool gewesen. Ja. Also ein bisschen Basel ist eh super cool, habe ich sehr gerne. Das ist wirklich super nice. Gleibasel. Yeah. Auf der Gleib, Betonung auf. Das ist mir noch nie aufgefallen. Yeah. Das ist Betonung auf. Das ist wirklich so Gleibasel. Gleibasel. Ha, und der Laurin kommt ja aus Dingens. Arlesheim. Ja, Arlesen. Arlesen ist Arlesen. Das. Ah, crazy. Da, wird das der erste. Erste und ich bin natürlich so, weißt du, ich bin ein alter Sack, aber so die Tafs habe ich immer Geld gefunden aus dem Biet. Ja. Kennst du Tafs? Natürlich. Die habe ich in der Primetime-Show damals zu Gast gehabt. Ohne Scheiß. Yeah. Die habe ich immer super gefunden. So, bin auch immer geil gefunden, dass sie es immer so ein bisschen ironisch so, sich nicht allzu ernst genommen haben und so, wie gefunden haben, wir sind vom Land, aber ich finde es geil. Und ich habe letztens mal, also letztens, jetzt auch wieder eine Weile her, einen Workshop gegeben in Oberdorf. Mm. Das ist ja dort mit dem Läuferfingerli, Kabis mit dem Laufen, Waldenburger Bahn heisst, glaube ich. Ja. Wo da haben wir wirklich so ins hinterste Karacho. Ganz genau. Ja. Wo eure Songs vorkommen und bin in Oberdorf. Nach Bad Bubendorf. Irgendwie so, oder? Irgend sowas, keine Ahnung. Von Liestel aus auf jeden Fall. Das gibt es auch nicht in der Band. Das ist jetzt ersetzt worden. Ich weiß gar nicht was. Und auch dort im Workshop gegangen. Offenbar sind dort auch die Jungs von Tafs und Shape und Zeugs und Sachen, wie sie heißen, in die Oberstufe. Und der Lehrer hat das erzählt, weil der ist mit denen in die Schule. Und er hat gesagt, ja, sei mal ein Kollege von ihm, etliche Jahre später dorthin, ihn besuchen. Und er war völlig schockiert, dass es auf dem Land sei, dass es gar nicht irgendwie so ein halbes Ghetto sei und so. Das habe ich irgendwie noch lustig gefunden, weil, ja. Tafs. Sehr geil. Wie sind wir jetzt auf das gekommen? Ja, keine Ahnung. Wir sind irgendwie wegen gross und klein. Alten Basel und Alten und meinem Joey. Und Video Corona Game. Und solche Sachen. Und ich weiß auch nicht mehr. Ja. Aber das ist ja schön, wenn man so miteinander redet. Man kommt irgendwie an Ort hin, wo man nicht denkt, dass absolut. Man hinkommt. Also Opfiken. Ich habe buchstäblich Ort. Ich habe nur in meinem Kopf immer ein Ziel. Ich will wie nicht, das ist das, was ich als Hörer das Schlimmste finde. Ich will nicht einen Bereich irgendwie noch offen gelassen haben. Also weißt du, wo irgendwie jemand eine Geschichte anfängt und dann geht es irgendjemand anders an und die Geschichte. Oh, das ist jetzt aber schwierig, habe ich das Gefühl. Ja, eben, das ist eh immer schwierig und heute ist es noch eins mehr gewesen, darum habe ich mir überlegt, gibt es noch irgendetwas. Ich glaube aber, was ich dich damals noch nicht gefragt habe, und sonst frage ich dich jetzt einfach nochmal, ist so zum Abschluss von einer Folge, frage ich immer gern, was ein Mensch eigentlich macht, um sich gut zu fühlen? Was machst du spezifisch, um dich gut zu fühlen? Also die langweilige Antwort, ich habe eigentlich nur eine langweilige Antwort. Ja. Dann ist sie ernst. Das ist sie ernst? Für einmal, ja. Was ich mega gerne mache, vor allem dann, wenn ich irgendwie am Schreiben bin oder einfach sonst irgendwie im Schreibtisch hocke und nicht mehr weiterkomme, ich mache mega gerne einen Spaziergang. Und das ist so wirklich, also das ist ganz ironiefrei, das ist super langweilig. Und ich versuche dann auch nicht irgendwie Musik zu hören oder Podcasts oder so, obwohl es geht sehr gute Podcasts. Ja. Von mir und Rebecca zum Beispiel. Ich wollte sagen, 3 Folgen. 3 Folgen? Aber die 3 Folgen... Die hört man immer wieder. ...sind gar nicht einmal so gut. Nein, es hat es noch niemand gehört, glaube ich. Gefühlt. So. Nein, es sind coole Folgen, aber das, was nachher kommt, ist... Also du bist auch auf der Liste von Leuten, die man nicht einladen, weil du kein Musiker bist. Wobei, die Gitarrele, das ist ein Musik-Podcast. Das heisst, vielleicht, wenn du noch ein bisschen übst, also, laden wir dich ein. Ladet du wirklich nur Musiker ein, oder was? Wir haben keine Gäste bisher. Ja. Das ist wirklich ein Musik-Podcast. Es geht wirklich darum, um Sachen, die wir entdeckt haben. Und das ist eben das Schwierige, jetzt habe ich wieder etwas ganz anderes angefangen, dass eigentlich über Musik reden ist eigentlich etwas sehr Doofes, weil Musik musst du einfach hören. Und du kannst ja nicht fremde Sachen spielen, merkt der Urheberrecht. So. Und darum haben wir dort noch nicht so einen Weg gefunden und in der neuen Staffel haben wir uns überlegt, wie lösen wir das? Wir laden einfach MusikerInnen ein. So, wo kann darüber reden? Item. Und ich finde so Spaziergang etwas extrem befreiend, weil ich bin, wie so jeder oft auch, hat einfach die ganze Zeit am blöden Bildschirm. Und ich hasse es eben. Ich hasse Social Media, ich hasse das Internet an sich. Also zumindest, ich liebe das Internet, weil es eine geniale Erfindung ist, aber wenn wir es brauchen oder wenn ich es brauche, ja, du weißt, wie es ist. Und darum einfach so, dass und sei es nur für eine halbe Stunde rausgehen, Kopf durchlüften und ich komme voll innen auf Ideen, wenn ich irgendwie mich am Bewegen bin. Das mache ich und ich fühle mich wirklich auch sehr gut. Und sonst lesen. Ich lese viel und gern. Ja. Und sonst, ja. Was liest du so? Bücher. Ja. Zeitschriften. Oh nein. Magazin? Nein. Zeitung? Bist du noch so ein klassischer Zeitungsleser? Nein. Die hat jetzt aber noch gesehen, in einem Kaffee sitzen.
die Brille richten und so eine grosse Zeitung. Fand ich irgendwie noch geil. Fand ich noch geil. Aber das Problem ist, so, Zeitungen sind ja eh so ein bisschen wack. Also, ja, ich meine, Dagi ist einfach irgendwie, auch nicht mehr, dass du mal siehst. Mm. Es gibt nicht mehr so viele Zeitungen, wo ich wirklich, ja, die WOTS oder Republik, aber Republik ist halt auch irgendwie online. Ja. Yeah. Also, ich lese eigentlich gerne Zeitungen, aber nicht mehr analog. Mhm. Obwohl ich es echt geil finde, so. Ich habe letztens, bin ich in der Ferien gewesen, mit der Steffi, lieber Grüße an dieser Stelle. Ja, das ist, klar. Ja, Steffi. Kannst du mit Steffi? Ja, natürlich. Natürlich, so. Ja. Logisch. Und dann hat es irgendwie, wir sind so völlig über unseren Verhältnissen in der Ferien gewesen, 3 Tage, so in Neuchâtel am See, so ein 5-Sterne-Hotel, so mega günstig unterkommen, das können wir uns eigentlich gar nicht leisten. So. Mhm. Und wir wollen uns das gar nicht leisten, aber irgendwie haben wir so einen mega guten Deal online irgendwie gefunden. Und dann hast du zum Morgenessen können Macarona Zimmerservice, du hast eigentlich gar nicht können. Und dann hast du eben so Spiegelei, wir haben uns voll geschafft, immer viel zu viel bestellt. Und eine Option war New York Times International. Wirklich? Ja, fast. So geil. Ich habe das mal geschaut, um irgendwie, was denkst du, was kostet ein New York Times International zu abonnieren im Jahr? Was schätzt du? Zu abonnieren? Ja. In der Schweiz? Ja. Es gibt einfach so, also es gibt wirklich eine International-Ausgabe. Und das ist nicht die gleiche wie die USA. Und die USA ist recht dick im Jahr. Und das ist wirklich ein sehr dünnes Blättchen. Das ist so 30 Seiten max. So. Okay. Was denkst du, ein Jahr abonnieren? Und das kommt täglich? Ich denke es. Ja. Also das heisst, du würdest täglich würdest ein New York Times International reingeflattert kriegen. Was gibt das denn am Schluss? 200 irgendetwas Tag? Ich sag sicher 600 Stutz. 1100, das glaube ich. Und wenn es jetzt, weißt, so 300 Stutz gewesen wäre, hätte ich gedacht, ja, vielleicht so irgendwie, weil es ist ein geiles Gefühl, dann irgendwie so, klar, nicht nur, weil es New York Times ist, aber gleich eben so das Haptische und so, was ich gelernt habe und so. Und dann habe ich gedacht, das ist, nein. New York Times hat aber eine richtig geile App. Schon? Ja. Ich kann es einfach online von, nicht per App, sondern halt im Browser. Ja, das ist eine von den wenigen News-Apps, die ich habe. Sicher? Ja, die gefällt mir. Ist gratis, oder wie? Ja, kannst du natürlich schon, hast auch Pay. Ja. Du musst ja das Telefon kaufen auch. Das ist eigentlich die grösste Paywall, ist eigentlich das Telefon, die Anschaffung. Ja, vor allem jedes Jahr ein neues. Aber ohne Scheiß, das wäre doch geil, wenn einfach so Telefonkabine, drinnen kannst du einfach News. Ah, Newskabine? Eine Newskabine. Gibt es noch Telefonkabine? Also ich kenne noch, glaube ich, 2 oder 3, aber es gibt nicht mehr viel. Es gibt nicht mehr viel. Es gibt das alte. Eine, wo es gibt so den Schriftstellerweg, das alte, wo ich auch drin vertreten bin. Ja, schön. Und ich kann schon die Story mit dem QR-Code der Story hören. Und es gibt eine alte, umgewanderte Kabine, wo du kannst drinnen auch Geschichten hören. Also das ist in dem Fall die Hotel-Kabine. Voilà. Und ich habe letztens ein paar Dudes gesehen, ich sage jetzt mal liebevoll Proleten, wo dann wirklich so dorthin so gelaufen sind. Und ich sage, oh, ey, Telefonkabine, die letzte Telefonkabine vom Aargau. Und dann bin ich hässlich geworden, weil Alten ist natürlich im Kanton. Solothurn. Ganz genau. Haben wir das letzte Mal schon den Test gemacht. Hast du das letzte Mal schon bestanden? Gratuliere. Yes, yes, yes. Ja, und wie sind wir auf das gekommen? Genau, Zeitung lese ich nicht, aber es ist ja Roman, Querbeet. Also nicht Querbeet ist doof, aber irgendwie so hat ja, Roman vorwiegend. Ja, ich bin aber sehr ein schlechter Leser. Schon? Also ich lese ausschließlich Sachbücher und ich habe mich bis jetzt wirklich nie gross können überwinden, Roman zu lesen. Ja gut, ich meine, Sachbücher ist ja, gibt's auch sehr geile Sachen. Darum finde ich jetzt nicht so... So. Ich finde, wieso, man muss sich nicht rechtfertigen, wenn man in einem Sachbücher liest oder in einem Roman. Ich finde, wieso, so what? Also. Nein, aber weißt du, ich würde es gern. Das ist ja halt immer so das Bild, das man von sich selber im Idealen zeichnet. Denkt man so, hey, doch, natürlich lese ich Roman. Aber... In Wahrheit. Hast du mein Buch eigentlich? Nein. Nicht, ich schicke dir eins zu. Ich habe ein Buch, es ist kein Roman, es sind Kolumnen und Gedichtli. Also lustige Gedichtli. Yeah. Ich schicke dir eins zu. Es ist leider schon ein Jahr gekommen, es ist 2017 rausgekommen. Yeah. Und ich wollte etwas Neues machen. Und ist aber noch nicht spruchreif und ich weiß noch nicht genau was, aber es wird wieder was geben. Ich schicke das zu. Sehr gern. Schuel von Motzenbecher. Opfiken, genau. Opfikenstrasse 51 in 87, 88, 89, 90. Opfiken. Das ist wie eine kleine Friends-Reference zum Schluss. Yemen Road 1. Ja, stimmt. Yemen. Sehr gut. Nein, aber sonst, ja, Zeit mit der Steffi verbringen, natürlich. Ja. Das ist eine gute. Und sonst, was machen wir zum Gutfühlen? Ja, Musik. Musik ist auch gut. Also, Klavier. Nein, lassen. Ah, ja. Wenn ihr wissen, was für Musik, hört den Podcast. Wo heisst es? Lindauer und Ziegler im Plattenlager.
Lustigerweise übrigens, ja. Das Fotos haben wir in Zürich vor einem Plattenladen gemacht. Es gibt einen Laden, der heisst Plattenladen, verkauft aber Steinplatten. Wirklich wahr. Also es ist eine schöne... Schöner kleiner Scherz. Ich habe noch eine ganz, ganz kleine Frage habe ich noch zum Musiklosen. Das finde ich nämlich immer spannend. Zum Beispiel der Henry Rollins erklärt das mal, wie er zwei Sorten von Musiklosen hat. Ja? Ist das von der Rolling Stone? Ach. Sorry. Was die Leute nicht wissen, es ist im Vermarkt am 4. Wir nehmen das hier auf. Ich habe den ersten Zug hier auf Abwicklung genommen. Ja. Aber ja. Nachher gehen wir ins Kino. Ich habe 60 Franken dabei. Unbedingt. Das heisst, langsam für ein Ticket. Nein, aber der erzählt das mit dem Losen, wenn er zwei verschiedene Sorten hat von Musiklosen. Das eine ist, neue Sachen irgendwie durchlosen. Und das andere ist dann wirklich, ich glaube, unter der Woche macht er das. Und dann gibt es auch so Zeiten, also klar, Stundenplan. Und am Wochenende sitzt er dann wirklich an und dann lost er bewusst gewisse Sachen. So. Wie ist das bei dir? Machst du irgendwie oft so Shuffle? Oder sagst du, ich tue jetzt effektiv die Platten auflegen? Machst du denn etwas anderes dazu? Oder hängst du einfach und hörst wirklich nur die Musik? Also, ich lasse eigentlich immer noch den ersten Ton. Darum kannst du den dann auch immer, ja. Nein, es ist so, dass ich bin so, habe eine Hassliebe gegenüber Spotify, nicht bei den Podcasts, das ist klar. Mhm. Aber so von der Musik, einfach weil ich finde, einerseits es ist genial, dass du alles kannst hören, fast alles eigentlich. Ja. Yeah. Ich meine, das ist grossartig, du hast nicht irgendwie finanzielle Barrieren so. Ich finde, jeder und jede kann und darf alles lassen. Es ist frei zugänglich. Mhm. Was eigentlich schön ist, ich finde, Kultur sollte nicht irgendwie eine Hürde sein, sondern eigentlich offen, meiner Meinung nach. Darum finde ich auch 20 Franken fürs Kino Wucher. Mhm. Wucher. Aber andererseits, es stimmt halt nicht mit der Wertschöpfungskette. Das hat auch, wenn einfach der Musiker oder die Musikerin, die das macht, nichts daran verdient, stimmt es irgendwie nicht. Darum ist das so ein Hassliebe. Und so. Und Spotify lasse ich nur unterwegs. Mhm. Dort tue ich wirklich so halt Shuffle, Mix der Woche oder Lieblingssong so. Mhm. Oder wenn ich Auto fahre, was ich auch nicht mega oft mache, weil ich habe keinen Führerschein, das ist mir gefallen. Nein, ich habe einen Führerschein, das ist eine Geschichte. Aber daheim oder wenn ich im Arbeiten bin, dann habe ich wirklich so, nehme ich Platten führen und lasse es bewusst. Ja. Ich behaupte, also ich habe schon oft mit Kollegen und Kolleginnen über das diskutiert, viele sagen, ja, eben, Spotify ist super, du kannst alles hören, du musst nicht irgendwie das kaufen, so wie mit Musik ist der gleich. Aber ich behaupte, wenn du halt eine Platte hast, wo du zum Beispiel irgendwo in der Ferien gekauft hast, San Francisco oder so, oder das Opfiken oder so, oder das kleine Basel, das Aalschwil, das ist zu lang gewesen, Aalschwil, dann hast du wieder Erinnerung daran, was du gekauft hast, du hast irgendwie so einen vielleicht besonders schönen Tag gewesen oder so, oder irgendwie, du hast irgendwie was in der Hand, du suchst dir bewusst aus, du lässt es und so weiter, natürlich vielleicht auch im Hintergrund, aber das Gefühl, es hat eine andere Wertigkeit. Auf jeden Fall. So, und ich glaube, das ist schon etwas, wo das Problem ist auch bei anderen Sachen, wenn du alles immer kannst haben, dann hast du nicht den gleichen Bezug dazu und irgendwie, dann lass ich es auch vielleicht anders, habe ich das Gefühl. Und darum es ist es ein beides. Unterwegs Spotify, daheim ist es sehr bewusst. So. Ja, sehr schön. Ja. Einmal mehr, vielen Dank, bist du hier. Wieso macht man das eigentlich? Nein, ich weiß warum. Einfach, das ist, damit wir auch mal einmal Applaus haben. Absolut, ja. Das kannst du gar nicht, das Geräusch, oder? Du trittst jetzt wieder auf, oder? Ich tritt wieder auf. Yep. Ich habe danke, ich habe in Zürich eine Schule von Mutzenbach Tribute Show, nur Covers. Oh. Ja. Da haben ein paar Fragen an dich. Ich mache die eine Nummer mit dem Mixer im Ausgang. So, da, dieses Mineral. Ja. Können wir das schauen? Es ist im Hebsetheater. Es hat Platz für 500 Leute. Der Vorverkauf ist bei 100. Bei dir jetzt oder bei mir? Bei dir? Ja. Nein, bei mir. Bei deiner Show. Nein, ich spiele wieder. Gerne auf meine Webseite kilian.ziegler. Nein, ich habe es kilian.ziegler.ch. Ich bin hier drüben. Ja. Und wir spielen ja zusammen noch in, ich weiß nicht, ob dann der Podcast schon ausgestrahlt worden ist. Wahrscheinlich. Doch, wir spielen sicher. In Balz, zweitletzte Folge. Aber yes. Da freue ich mich sehr. Cool, dass es endlich doch noch geklappt hat. Weil ich habe mir ja nicht können, so, ich habe extra einen anderen Auftritt abgesagt, um in Balz auftreten. Das freut mich. Nicht für die andere Person, aber sie hat es verstanden. Sorry, Javier. Ja. Er hat sie verstanden. Er hat es verstanden. Fall. Genau. Ja, dann sehen wir uns spätestens im Balz. Auf jeden Fall. Bis dann, gute Auftritt, viel Erfolg. Danke fürs Vorbeikommen in meinem Darkroom. Es ist der schönste Darkroom und auch der einzige, um ehrlich zu sein, den ich gesehen habe. Aber wenn sie auch ein Darkroom so ist, dann wird es zur Gewohnheit. Und danke, Christoph, und bis bald. Peace. Klatsch nochmal. Yes.
Thank you.